Alright, liebe Zuschauer, ich sage vielen, vielen, vielen Dank nochmal für das heutige Dabeisein zum JFD Live-Event hier am Donnerstag, 16. März, kurz nach 2. Die US-Märkte sind schon kurz vorm Handelsbeginn aufgrund der Zeitverschiebung. Der vorbörsliche Handel hat ohnehin schon begonnen. Wird also spannend, dem werden wir uns gleich widmen. Ich freue mich auf heute. Heute freue ich mich so rum. Auf jeden Fall, dass ATT Trading mit zu Gast ist. Wir haben am Vormittag schon gut über 2, 2,5 Stunden miteinander zu tun gehabt und es war ein Fest, insofern, dass wir wirklich ein breites Segment an Themen durchgearbeitet hatten, auch den ein oder anderen Live-Trade, in jedem Fall eine wunderbare Geschichte und wir setzen das mit dem Live-Trading ja auch gern fort. Feedback kam auch schon sogar in unseren Kundenservice, freut mich sehr. Insofern sind wir hier auf dem richtigen Weg und wir werden, wie gesagt, heute Nachmittag das Ganze nochmal spezifizieren, ausbauen und uns bleibt es trotz des Gegners im Sinne des schönen Wetters natürlich hier vorbehalten, auch die Aufzeichnung als solche natürlich euch darzulegen. Ihr seht unseren YouTube-Channel hier im Screen gerade und da ist es eben so, dass wir hier das Video schon hochgeladen haben, gerade vor ja, knapp 19, 20 Minuten. Und da könnt ihr euch den ersten Teil anschauen. Der zweite Teil wird am späteren Nachmittag, je nachdem, wann wir fertig werden, dann auch hier online verfügbar sein. Und ohnehin wird der, sage ich mal, der weitere Education-Faktor noch im Webinar hier selbst kommuniziert, infolgedessen, was es sozusagen noch an Highlights gibt. Ich freue mich auch, dass wir ein großes Händlerteam sind. Den Link habe ich übrigens gerade reingestellt. Also heute ein großes Händlerteam zu Gast haben, hier von ATT. Sowohl eben hier Partner und Trader der ersten Stunde und eben dann aber auch hier im Weiteren werden wir noch den ein oder anderen Teilnehmer uns zur Rate ziehen, wie der sozusagen das Ganze erlebt derzeit in seiner Ausbildung bei ATT. Wie gesagt, ist eine ganz andere Herangehensweise, ist auch nicht ein Seminar nach dem Motto hier Kopf aufmachen, Trichter reinstecken, alles reinschütteln und dann bist du dir selbst überlassen. Nein, das Konzept ist hier ein ganz anderes. Das werden wir, wie gesagt, zum Ende des heutigen Webinars nochmal spezifizieren lassen vom Ali, der hier selbst das Ganze ins Leben gerufen hat. Also hier die ATT Trading Group sozusagen. Und ich zeige euch auch mal kurz den Link oder besser gesagt vielmehr die Website, wo auch hier nochmals alles dargestellt ist. Wie gesagt, Transparenz ist uns wichtig als Broker und aber natürlich auch dem, was hier praktisch ATT forciert. Und hier geht es eben auch darum, dass hier nicht irgend so eine Milchmädchen-Ausbildung stattfindet, sondern ihr werdet betreut, ihr werdet an die Hand genommen. Es gibt eine Talentförderung, sozusagen eine über die Ausbildung hinaus erfolgte Möglichkeit, dass ihr Under Management Gelder bekommt und im Prinzip einen Traum leben könnt, den viele eben sich wünschen. Insofern ganz, ganz toll und finden wir, wie gesagt, gut. Deswegen haben wir auch ein Agreement zum nächsten Ausbildungsevent in Wien und auch dem Online-Seminar im Juni, also Wien im April, Online-Seminar im Juni, wird der Stefan nachher uns nochmal, ich hätte mir den Chart gleich mal nehmen können, beziehungsweise den Link, würde uns nachher noch was zeigen zu. Ihr bekommt 10% als JFD-Kunde im Sinne dessen, dass wir natürlich hier das Ganze forcieren wollen, weil wir natürlich auch an euch interessiert sind und eurem Erfolg. Und das ist natürlich hier eine gute Basis. Man muss sich ausbilden lassen, sonst gerät man hier schnell unter die Räder. Gut, es scheppert auch hier schon im Chat ordentlich rein. Link ist drin. Danke für die tolle Einladung, für die Einladung und tollen Beiträge, Günther. Ganz klar, danke Günther, machen wir gern. JFD Agina, ja, wird, wie gesagt, feed-technisch, also die Preise kommen direkt dann von uns in den Agina-Trader rein, das wird wohl nichts kosten, aber der Agina-Trader selbst hat natürlich monatliche verschiedene Ausstattungsmerkmale, wo wir aber auch unseren JFD-Kunden ja, die Möglichkeit einer Rabatt, hört sich immer so mit Verlaub, also eine preisgünstige Variante, sagen wir mal, werden wir dann schon eruieren. MetaTrader 5 Terence kommt Ende des Monats, so zumindest die aktuelle Pipeline und wir sind, wie gesagt, mit einem Schritt im Ziel. Agina Trader ist schon eine lange, lange Geschichte, aber da sind wir, wie gesagt, guter Dinge, dass es jetzt endlich mal zum Abschluss kommt. Ihr wisst auch, wir waren mit Gottmau Trader Börse Go hier im Guidance Gehakle nach dem Motto, ihr wisst es wahrscheinlich auch, hier auf unserem JFD Desktop bei Guidance zum Beispiel gibt es ja die Broker-Login-Möglichkeit und wir waren der erste CFD und FX-Broker, der die Möglichkeit geschaffen hat, aus dieser Analyse-Plattform, aus diesem Social Trading
ist es ja nicht auf Social Media, Analysten und Börse Tool und eben in erster Linie den persönlichen Chartanalyse-Tool eine Broker-Schnittstelle auch herstellen zu können, sodass man praktisch hier aus Guidance heraus jetzt auch handeln kann. Ja? Also wenn Sie hier ein Underlying aussuchen, zum Beispiel Euro, US-Dollar, whatever, und Sie dann praktisch mit dem Broker-Login unterwegs sind, dann können Sie sozusagen hier aus dem Chart heraus dann auch handeln. Also mit Ihrem Konto. Dieses Konto ist synchronisiert mit dem MetaTrader 4. Das heißt, alle Trades, die wir hier im Guidance auf der webbasierenden Plattform abfeuern, werden zeitgleich genauso synchronisiert im MetaTrader abgefeuert und umgekehrt. Also hier, wie gesagt, die Schnittstelle da und ganz hervorragend. Und das Projekt muss erstmal abgeschlossen werden, bevor jetzt MetaTrader 5 und Agena Trader kommt. Also es gibt viele Möglichkeiten, derer, wie ihr euch den Markt widmen könnt. Ganz, ganz wichtig. Aber sind natürlich hier die grundsätzlichen Basics und Rules. In eigener Sache, unser JFD-Desktop hier mit dem Kundenservice könnt ihr immer arg schnell in Kontakt treten. Von 8 bis 20 Uhr haben wir hier die Möglichkeit, sozusagen einen Austausch zu pflegen. Hier sind auch alle Videos drin, auch unser Live-Event von heute. Hier immer der Stream, wo auch Jens Klatt viele Beiträge liefert, fundamental wie technisch herausragend. Auch Morning Meeting hier, wie euer YouTube-Channel, immer live am Stream. Schaut euch das mal an, über das Webinar heute hinaus, ist wie gesagt immer informativ. Und jetzt wollen wir eigentlich mal gleich auf den Markt schauen und mal so ein Stück weit das Zepter rübergeben an das Team von ATT. In 7 Minuten eröffnet der US-Markt. Gibt es hier schon Tendenzen? Mag jemand mal so ein Stück weit in die Bresche springen und eine Markteinschätzung zum heutigen Verlauf geben? Ganz schnell auf meinen Schirm, weil ich mir kurz schnell was zeigen Ah, sicher. und rede nochmal. Der Stefan schaltet jetzt zu mir. Das ist der Ali übrigens, liebe Leute, gell? Ich wollte noch gerade Genau. sagen, weil heute Morgen haben wir uns alle vorgestellt, nur dass ihr es wisst, das ist der Ali, der Gründer von der ganzen Geschichte und jetzt will er uns was zum Besten geben. Also Attacke. Weil auch die Frage von Dietmar kommt, der ja auch im Copy Trading dabei ist und natürlich, wir geben hier keine Informationen, Daten weiter, aber Dietmar. Ist klar, die Frage ist, warum derzeit so kleine Positionsgrößen gehandelt werden. Ja, das ist aufgrund des Marktes geschuldet. Ich würde allen, damit wir uns lange Diskussionen sparen, schaut euch bitte dieses Video zum Beispiel an im YouTube-Channel von uns. Da braucht ihr echt nur auf die Homepage gehen, hier oben dann auf YouTube-Channel gehen, dort sind die Videos drin, schaut euch dieses Video an. Da seht ihr, wie ich mit sehr kleinen Positionsgrößen angefangen habe und das Konto da 30% in die getrieben habe in kürzester Zeit. Es gibt noch andere Videos, wo ich sogar viel mehr hingekriegt habe in 2 Wochen. Das hängt natürlich vom Markt ab. Wir wollen ja rein, wir müssen ja versuchen, mal klein anzufangen, aufzubauen. Und wenn das Volumen nicht im Markt ist, handeln wir nicht großes Size. Ja. Was anderes, was ich jetzt zeigen möchte, ist, wir haben ja am Vormittag, wo ist denn das jetzt vielleicht wieder, das nicht, den DAX geschortet. Ihr wisst das, hier oben war ich drinnen, dann bin ich hier ausgestoppt worden und dann habe ich aber gesehen, mit der Begründung, die ich euch schon in der Früh gegeben habe, die großen Schwergewichte sind am Fallen. Und weil die am Fallen sind und ich nur minimal ausgestoppt worden bin, war ich bereit, den Gewinn von 1.500 € nochmal zu riskieren. Sauber. Und ihr seht, es ist aufgegangen und darum geht es im Trading, dass wir sagen, wann. Jetzt öffnet gleich die USA, deswegen habe ich schon einen Teilverkaufsstopp wieder wie vorher in der Früh vorbereitet. Weil ich glaube, wenn wir da drunter gehen, könnte es vielleicht tiefer gehen. Ich werde den Stopp dann manuell nachziehen. Dass wir hingehen und sagen, wann muss man wieder rein, wann muss man es wieder probieren, wo sind die Momente. Natürlich, wie gesagt, wir sind hier gegen den Trend, aber nach oben wollen wir nicht handeln, weil da oben die Luft sehr dünn ist, Volumen ist nicht gegeben. Man sieht, wenn es fällt, steigt das Volumen immer immens und vor allem sehe ich, dass die schweren Gewichte nicht mitmachen. Ja. Dazu kommt von meiner Erfahrung als jemand, der aus der Wirtschaft kommt, wie gesagt, ich habe Jura und Wirtschaft studiert, habe Fundamentalanalyse gemacht, bevor ich zur technischen Analyse umgestiegen bin. Und da stellen sich für mich eben sehr viele negative Punkte auf, derzeit, die die Märkte belasten. Oh, habe ich schon in der Früh geäußert, werde ich später dann nochmal näher darauf eingehen und auch zeigen, wie es läuft. Ja. Wir werden auch, nachdem die Frage auch gekommen ist, gerne einen unserer Schüler zum Beispiel nehmen, der auch jetzt schon seit über einem Jahr bei uns dabei ist. Der wird sich dann auch kurz vorstellen, der wird dann Trades zeigen, was nicht nur heißt, ja, nur die Profis hier haben und bitte hier ist keiner als Profi geboren, alle hier waren Schüler, haben es gelernt, außer meiner Wenigkeit, auch ich habe es gelernt, habe lange gebraucht, bis ich so weit gekommen bin, das lernt man nicht von heute auf morgen.
und der kann, den könnt ihr gerne ausfragen. Wir verstecken die Schüler nicht. Die sind auch in Facebook erreichbar. Ihr könnt sie auch dort privat ohne uns anschreiben. Das ist für uns kein Problem. Wir sind ja auch, wenn wir auf Messen sind, sind viele Schüler dabei, reden auch gerne mit Interessenten. Das ist alles so offen gestaltet. So, wie machen wir diesen Trade? Sollte er da das tiefer gehen in dem Bereich, würde ich dann auch den Rest des Stops auf Bewegung, auf 10 Minuten fast mal wahrscheinlich nachverwalten. Wenn er da tiefer geht, werde ich den Stopp enger nachziehen. Das ist mein eigener Handelsstil, wie ich sehr aggressiv an diese Werte rangehe. Auch hier kleiner, als ich es normalerweise handle, weil natürlich der Markt nicht die Gegebenheiten hat, die ich normalerweise brauche. Ich bitte jetzt nicht blenden lassen von der Summe. Ihr müsst auch immer das Risiko, das in diesem Trade ist, auch einkalkulieren. Ihr dürft nicht vergessen, ich habe da auch ein dementsprechend großes Konto im Hintergrund. Sonst könnte ich mir solche Trades nicht leisten, weil der DAX alleine, was die Margin betrifft, die man da an der Börse hinterlassen muss, ja hier teilweise 14.000, 15.000 Euro sind. Also das auch bitte berechnen, man muss schon länger dabei sein. Ich persönlich rate allen Anfängern von Futures ab, sind zwar lukrativ, aber sehr gefährlich, wenn man nicht die Erfahrung hat. Und gerade der DAX-Future überhaupt sehr volatil, sehr gefährlich für Anfänger. Und ich sehe auch, dass 90% der Anfänger ihr Geld mit dem DAX verbrennen. Das haben wir auch gehandelt, relativ ähnlich bei unserem Copy-Training. Das wird der Stefan jetzt, glaube ich, zeigen können. Jo. Moment, hört man mich? Sehr gut, Stefan. Jawohl. Okay, gut. Dann muss ich mich mal finden. Okay, Moment. Ach so, hier bin ich. Gut. Ja, den Trade, obwohl ich vorhin gesagt habe, Mittagspause ist immer so eine Sache mit Handeln, ja, hatten wir aber heute Morgen schon besprochen, wenn dann den DAX handeln wollen, dann eher gerne in die Short-Richtung, weil nach oben hin nicht mehr so viel Platz ist, wir laufen Richtung Allzeithoch und so weiter. Da ging es jetzt mal so ein bisschen stärker nach unten jetzt heute. Also das ist das, was Ali heute Morgen gemacht hat. Ich habe es dann hier im Copy Trading auch nochmal gemacht, habe den Stop jetzt schon ein bisschen enger gezogen. Wir haben noch zwei weitere Positionen, gerade noch im Risiko. Deswegen müssen wir jetzt hier so ein bisschen gucken, dass wir das absichern, schauen, was jetzt zur US-Eröffnung passiert. Das Ding kann natürlich auch sehr, sehr schnell drehen. Vielleicht ganz kurz hier zur Positionsgröße, das sind 0,5 Stück. Ja, also das heißt, das ist ein halbes CFD-Stück, aber man muss halt überlegen, hier beim Copy-Trading hängt mittlerweile halt eine siebenstellige Summe dran, das heißt, dementsprechend viel wird dann auch im Hintergrund umgesetzt und das Konto, was jetzt als Masterkonto gehandelt wird, sind halt auch nur ein paar tausend Euro und wir hatten ja auch gesagt, wir haben einen kleinen Drawdown, deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen und handeln dann hier den DAX mit spekulativ mit der Aussicht darauf, dass das Ding mal ein bisschen größere Bewegungen macht, was ja im DAX mal schnell möglich ist. Aber schauen wir uns das an und gucken wir mal, was haben wir noch? Wir haben hier den US-Dollar, den Australisch-Dollar, Schweizer Franken vorhin noch eröffnet. Da haben wir hier auf Tagesbasis diesen Abwärtstrend, der hat sehr stark korrigiert, hier bis über 90%. Und hatte dann hier auf Stundenbasis wieder das erste Signal gemacht. Das wäre jetzt hier so ein bisschen eine mittelfristige Geschichte. Ziel wäre dann hier unten. Müssen wir mal schauen, was daraus wird. Dann haben wir noch den Euro-Cut. Der ist jetzt erstmal im Minus vorerst. Ja, das ist hier auch eigentlich ja seitwärts oben an der Range angekommen. Eigentlich vielleicht sogar noch abwärts. Da spekulieren wir jetzt darauf, dass der Euro auch mal wieder ein bisschen schwächer wird. Interessante genau, Feststellung. Das wäre es eigentlich. Den Eurocard habe ich auch auf der Shortliste. Okay. Insofern ja. Werden wir ein bisschen Volumen in die Richtung drücken. Genau, schauen wir mal, was daraus wird. Wie gesagt, jetzt US-Markt ist offen, Zeitverschiebung, Zeitumstellung in USA war jetzt schon. Wir haben jetzt schon Sommerzeit, deswegen beginnt der US-Handel jetzt immer schon 14.30 Uhr, bis wir unsere Zeit umstellen. Und genau, schauen wir mal, was der DAX macht. Und beziehungsweise die amerikanischen Märkte. Ich hatte ja gesagt, der Dow Jones sollte eventuell mal hier runter korrigieren, um dann
vielleicht sogar wieder long zu handeln oder korrigiert hier runter und bleibt dann hier unten in der Range. Das müssen wir mal anschauen. Auf jeden Fall ist er jetzt erstmal wieder ein bisschen schwächer. Ja, das war es eigentlich erstmal von meiner Seite jetzt zur Markteröffnung. Gibt es, wie wollen wir weiterverfahren? Ich gebe direkt noch den ein oder anderen Fragen. Also ich werde vielleicht gleich mal reingrätschen, dann kannst du noch mal den Stopp beim DAX noch mal definieren, der schon in den Gewinn nachgezogen ist. Vielleicht auch zu dieser Taktik mal was sagen oder ob du eine positive Pyramide vielleicht baust. Also den Trade sozusagen noch mal ein Stück weit kommentieren, da du den Stopp jetzt auch schon, also wo war dein Startstopp, warum ist er jetzt sozusagen, wie man hier sieht, Stop-Loss über dem Break-Even? Also das heißt, das ist eigentlich jetzt ein risikoloser Trade, dass du vielleicht das noch beschreibst in Sachen dessen, was Anton gefragt hatte. Und Peter, noch ganz kurz zu dir. Agena Trader in der Pipeline über JFD handelbar. Ich rechne sehr stark damit Ende des Monats. Als JFD-Kunde bekommt ihr ohnehin dann großes Mailing in Sachen wie, wo und was. Genau. Also vielleicht, Stefan, noch mal eine kleine Spezifizierung dessen, was du so von der Vorgehensweise, du bist jetzt eingestiegen, wir hatten das heute Morgen ja thematisiert. Vielleicht die Frage, wo liegt der Stopp? Wo lag er am Anfang? Warum liegt er jetzt schon wieder? Oder ist er jetzt abgesicherter Trade? Vielleicht was dazu? Der Trade ist jetzt abgesichert, da der Stop ja leicht im Plus liegt. Ja, die Trendgröße, also der Stop lag eigentlich hier oben. Wir hätten das wahrscheinlich aber nicht dazu kommen lassen, hätte der Markt gedreht, dass der wirklich geholt werden würde. Das ist quasi erstmal der Initialstop, wo das Risiko, das Initialrisiko drauf berechnet gehört. Aber wir hätten wahrscheinlich uns nicht austoppen lassen. Also ich saß die ganze Zeit dabei, habe das beobachtet. Hier ging es wirklich nur vorerst mal um eine relativ schnelle Bewegung. Die kam dann auch auf. Ja. Und eigentlich jetzt auf die um die Spekulation, dass das Ganze eventuell im Laufe des Nachmittags weiter fällt. So, ansonsten geht es dann so weiter. Sollte das Ganze fallen, würde ich eventuell sogar einen kleinen Teil mitnehmen. Ja, beim Hintergrund, wie gesagt, ist ein bisschen mehr geschaltet, da kann man dann auch mal was mitnehmen und wir müssen ja hier Gewinne realisieren. Dann würde ich das Ganze eventuell ein bisschen größer verwalten. Das gucke ich mir dann aber individuell an. Was aber natürlich auch passieren kann, ist, dass das heute Nachmittag relativ schnell dreht, da wir ja in einem Aufwärtsmarkt sind und deswegen ist der Trade auch zusätzlich jetzt mal so eng abgesichert. Also das ist jetzt wirklich, wäre so ein bisschen auch eine Glückssache, wenn das Ding richtig abrauschen würde. Zu dem Thema Pyramidisieren, ich meine, das ist jetzt hier kein Vorzeigebeispiel für eine Pyramide, aber sagen wir mal, es würde jetzt sowas hier passieren, ja, dann könnte ich ja diesen Stop schon hier runter hinlegen, ja, und hätte dann schon mal diese Strecke verdient, ja. Also das ist jetzt nur mal das Beispiel, wie man pyramidisieren könnte. Und dann hätte ich den Stop hier hin, würde dann zum Beispiel sowas hier passieren, und ich würde hier wieder sehr nah daran kommen, dass mein Trade geholt werden würde, dann könnte ich hier nochmal aufbauen und hätte nochmal das, was ich riskieren würde, von dem Gewinn, den ich schon habe. Das heißt, ich baue den Trade im Gewinn auf, versuche immer so, dass ich, wenn ich ausgestoppt werde, nicht mehr alles hergebe, ja, und mir zum Schluss immer ein Gewinn bleibt und kann aber trotzdem aufbauen, mit der Chance natürlich im Gewinn noch größere Positionen zu fahren. Und so fangen wir an. Also immer klein anfangen, gerade so in schwierigen Phasen und dann, wenn es zu schönen Bewegungen kommt, die mal eine Weile mittraden und dann die Position immer wieder im Gewinn aufbauen. Also das ist die Grundregel. Man muss pyramidisieren, darf man nur im Gewinn. Ja? Und wenn man im Verlust pyramidisiert, das heißt seine Position aufstockt, nachkauft im Verlust, dann kann man sich ganz schnell den Hals brechen. Das wäre es eigentlich im Groben, was pyramidisieren ist. Normalerweise machen wir das auf etwas größeren Trendgrößen über mehrere Tage. Das war jetzt aber hier mal auf den kleinen Trend bezogen. So, aber sehr schön beschrieben. Also besser hätte man es gar nicht machen können. Ich glaube, Günther, völlig nachvollziehbar vom Einstieg bis zur Verwaltung, bis zum weiteren Plan des Ganzen. Das ist, wie gesagt, plane deinen Trade und trade deinen Plan. Das ist auch wieder so eine Floskel in Anführungszeichen. Aber nein, da ist was dran. Man macht sich vorher Gedanken über den Verlauf. Und das Wichtigste, man muss es immer wieder, auch wenn euch das Ohr schon blutet, Gedanken über das Risiko machen. Das machen die wenigsten. Ja? Vorab eben Chance-Risiko ab
wegen ist das ein lohnender Trade, wie Ali auch schon heute Morgen sagte, es geht um Wahrscheinlichkeiten, das ist nichts anderes betreiben wir hier die ganze Zeit. Und wenn ihr es schafft, irgendeinen positiven Bias in Sachen Wahrscheinlichkeit auf eure Seite zu ziehen, dann ist es genau der Mehrwert. Und deswegen sollte man sich vorab schon Gedanken darüber machen, wie Chance-Risiko-Verhältnisse aussehen und dann eben auch hier seinen Trade planen und dann entsprechend auch durchführen. Und dann ist man auch relativ cool in Sachen des Trade-Handlings, weil man im Prinzip gewappnet ist auf das, was kommen mag. Kommt der Stopp, dann kriegt man die Ohrfeige, schüttelt den Kopf und macht weiter. Geht es in die richtige Richtung, wie hier sozusagen der Plan aufgegangen ist, ist es natürlich komfortabel, den Stopp dann auch in den Gewinn nachzuziehen und einen risikolosen Trade zu fahren, schrägstrich vielleicht dann auch eine positive Pyramide zu bauen. Und da sagten wir heute Morgen schon, das ist die hohe Kunst. Wenn Trendbewegungen an Fahrt gewinnen, klein anfangen, da geht es eben nicht darum, hier Harakiri zocken mit großen Summen gleich rein und hier all in nach dem Motto jetzt oder nie. Nein, langsam ruhig anfangen. Es bedarf vielleicht auch mehrere Versuche, aber wenn es dann mal anläuft, dann kann man schöne Pyramiden bauen. Und das ist, wie gesagt, wirklich die hohe Kunst. Und da habt ihr ja definitiv einen sehr, sehr guten Plan in der ATT-Rundum-Ausbildung bzw. der generellen Vorgehensweise. Und ihr handelt da alle nach dem gleichen Stil oder gibt es da Exoten? Was weiß ich, der eine macht so Range Breakouts oder der nächste handelt wieder Candlestick-Muster mit der Markttechnik oder wie? Alle lernen mal die Grundbasis des Trendhandels, wie der Markt funktioniert, dass sie ein Verständnis dazu haben, das ist uns sehr wichtig, deswegen ist es nicht stupide, irgendwelche Linien zu zeichnen, irgendwelche Indikatoren, die nichts bringen, sondern man soll mal verstehen, wie funktioniert der Markt, das ist der erste Tag, da gehen wir auch aufs Orderbuch sehr genau ein und die Marktteilnehmer, dann fangen wir an mit den Grundtechniken, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das funktioniert. Und dann gehen wir, wenn wir es soweit sehen, dass man das Verständnis für den Markt hat, auf in bestimmte Setups, weil es ist ja nicht so, dass es hier tausende von Setups gibt. Und dann ist so, dass jeder seinen eigenen Stil mit der Zeit kreiert. Das bedeutet, man schaut, welchen Handelsstil habe ich, bin ich konservativ, handle ich lieber größere Trends, bin ich aggressiver unterwegs. Die meisten müssen überhaupt lernen, wie man auf Aktien reagiert, wie man die handelt, worauf man achten muss, wieso das Volumen in Aktien so wichtig ist oder überhaupt im Markt, solche Sachen. Also da entwickelt sich dann zwar ein Stil, aber alle handeln dann eigentlich den Wert in dieselbe Richtung. Also es passiert nicht, dass einer sagt, das ist Long, der andere sagt Short. Das passiert dann nicht oder irgendwelche komischen Stile machen wie Gap Closing oder sowas, was einfach nicht funktioniert. Sondern es ist dann ein eigener Handelsstil, wie verwalte ich den Trade. Das ist dann Stilsache zu sagen, ich mache Teilverkäufe, ich ziehe den Stopp hinterher, ich steige bei bestimmten Punkten einfach aus, nehme den Gewinn mit. Das entwickelt sich dann mit der Zeit. Ja, ist richtig. Aber es ist ja gut. Aber insofern kann jeder sich im Laufe der Zeit auch noch so ein Stück Fachexpertise oder so einen eigenen Stil dann ableiten. Dagegen hättet ihr grundsätzlich nichts theoretisch. Wenn die Rahmenparameter stimmen. Ja, jeder muss sich selbst finden. Mhm. Er kriegt schon das Handwerkszeug hingelegt. Wir üben das, wir erklären das, mental alles. Und wenn der dann soweit ist, entwickelt sich sowieso für jeden ein eigener Stil. Und das sieht man auch sehr schön, wenn man die Sessions haben mit den Schülern, dass sich da jeder irgendwie dann einen eigenen Arbeitsstil auch zugelegt hat. Da ist es halt wichtig, dass man nicht einfach blödsinnig hineingeht. Wie gesagt, ich habe jetzt zweimal erklärt, warum ich den DAX-Handel gemacht habe und wie ich den verwalte, die Begründung, alles da. Wir haben auch in der Früh gehört, der Lars hat es relativ ähnlich gemacht wie ich, weil er es auch genauso gesehen hat. Und solche Sachen, darum geht es uns. Ne? Und wer dann andere Sachen anwenden will, steht ihm frei. Das ist für jeden selbst auszusuchen, wie er haben möchte. Ne? Wir haben ja auch mehrere Händler da, die werden auch dann die natürlich dann auch heute aufrufen, die sollen auch ihre Werte zeigen. Sehr gut. Vielleicht gehen wir noch kurz auf meinen Schirm, dann können wir nochmal ein bisschen das, was wir in der Früh besprochen haben, nochmal anschauen und nochmal besprechen, was ich da zum Beispiel gehandelt habe und warum überhaupt. Das ist wichtig. Sehr gut, Ali. Genau, so würde ich vorschlagen. Und dann, wenn du soweit durch bist, dann direkt mal die anderen Trader so ein Stück weit an die... Genau. Ans Mikrofon lassen und ein paar Skills abfragen und auch insbesondere euren neuen Schützling, der heute auch Gast ist bei uns hier, den würde ich dann auch gerne mal so ein bisschen auf Herz und Nieren mal so ein bisschen abfragen wollen, wenn das okay wäre. Genau, wir haben ja in der Früh die Caterpillar schon besprochen, das ist ja ein Dauerwert, sehr wichtig, ich habe schon erklärt gehabt, dass ich hier auf Tagesbasis gesehen habe, diese Hochs werden nicht genommen, dann kommt noch dazu, dass der CEO natürlich dort Aussagen getätigt hat, dass eigentlich dafür spricht, dass das Ganze nicht mehr nach oben geht.
weil sie die Wirtschaft nicht mehr mit der Stärke sehen, die Baubranche und vor allem auch die Mineralstoffgeschichten, also Sachen wie Silber und Abbau, dass die auch nicht mehr so stark gefördert werden, die Preise gefallen sind. Das belastet natürlich dieses Unternehmen und daraufhin, weil der Stock sehr lukrativ ist, viel Platz nach unten ist, den Trade gemacht, das habe ich auch schon in einem Video erklärt, gezeigt, Teilverkauf hier gemacht, der Stopp ist da, das heißt so und so ist dieser Trade abgesichert, weil in der Hälfte schon raus bin und den Rest kann man so relativ einfach verwalten. Dann ein Trade zum Beispiel, der auch ein bisschen, ich sage mal, andere Kenntnisse braucht, das ist hier die Chevron, wir wissen Ölpreis, ich komme eigentlich auch aus der Ölbranche und da sieht man eigentlich einen Aufwärtstrend, das ist die Ölphase gewesen, dann sieht man hier wieder einen Abwärtstrend, ist jetzt nicht immer, dass man das hoch erwischen muss, Leute, also das möchte ich auch hiermit zeigen, weil sonst würde ich mir jetzt nur Werte raussuchen, wo ich immer nur im absoluten Hoch drinnen bin und sagen, wow, ich bin ja der Größte. Hier bin ich sogar nicht gut reingekommen, aber man sieht trotzdem, es läuft an, es ist noch nicht viel passiert, wir haben noch schöne Ziele vor uns. Wenn der Ölpreis weiter fällt, wird das Ding auch weiter fallen und ich kann dann immer den Stopp relativ nachverwalten. Ich handle alles ein bisschen größer, weil ich eigentlich nicht viel vom Rechner sitzen möchte, sondern ich mache das, was die Berufstätigen machen, auf Tagesbasis verwalten, den Einstieg aber untergeordnet auf Stunde sich rauszusuchen. Dann ein weiteres Beispiel, was wir auch in der Gruppe gemeinsam gehandelt haben. Also wie gesagt, die Starbucks haben viele der Schüler gehandelt gemeinsam. Da hatten wir das auch eigentlich hier schön zu erkennen. Wir hatten hier einen Abwärtstrend, der hier weiter sich fortgesetzt hat, ist einmal drüber gegangen, hat diesen Abwärtstrend hier gebrochen. Das bedeutet ja noch nicht, dass der vorbei ist. Deswegen haben wir gewartet, haben wir dann folgende Situation gehabt, dass das mit dieser Geschichte eben wieder aktiv war, den Rücklauf abgewartet und hier im Hoch, das wurde gemeinsam in einer der Sessions besprochen, wurde das geschortet, einige sind viel enger als ich dran, ich lasse dem Ganzen immer ein bisschen mehr Luft und jetzt hatten wir hier das Tief und warten eigentlich, bis er in diesen Bereich geht, um weiter da short zu gehen. Das ist jetzt nur mal schnell zwei, drei Trades besprochen, die auf größer laufen, später zeigen wir noch ein paar andere, aber da sieht man, was man rausholen kann, wenn man klein anfängt und an diese Sachen dann auch pyramidisiert. Also ich würde auch hier, wenn es einen gewissen Rücklauf macht, dann später versuchen, die Position weiter aufzubauen. Und unseren DAX sehen wir jetzt da wird wieder ein Teil rausgenommen, das Tief ist dann nicht genommen, deswegen bin ich da schon mit einem Stopp dran, um mir wieder ein bisschen Gewinn abzusichern. Sollte er gegen mich laufen, wenn er in dieser Höhe kommt, werde ich dann auch hier den Stopp wieder im Gewinn absichern und kein Risiko mehr eingehen. Das ist natürlich deswegen geschuldet, weil das Volumen noch nicht ganz im Markt da ist. Die Leute werden noch sehr analysieren, was gestern passiert ist bei der FED-Sitzung, das dauert immer noch ein, zwei Tage. Gut, dann gebe ich wieder ab. Wir sehen auch gleich wieder einer Gewinnteil rausgenommen und den Rest lassen wir laufen. Sollte der ausgestoppt werden, schreibe ich es rein, beziehungsweise falls Tiefs gemacht werden, schauen wir es uns wieder an. Schön erklärt, schön erklärt. Okay, dann würde ich direkt nochmal kurz fragen wollen, an die Schüler, hat jemand, der Felix, der Daniel oder Johannes, oder Janis besser gesagt, irgendeiner hier praktisch etwas, was wir heute Morgen noch nicht gesprochen haben, auf dem Schirm möglicherweise. Also eine Finesse, die ihr sozusagen in eurem Daily Talk sozusagen analysiert habt, dass wir das nochmal uns anschauen können. Oder eine Trading-Idee, die ihr vielleicht habt oder entwickelt gerade, weil ihr jetzt, sag ich mal, den Blick immer täglich auf den Markt habt. Gibt es da was? Ja, natürlich eine ganze Menge. Hallo nochmal. Ich würde aber erstmal den Vortritt meinen Kollegen lassen, weil ich einiges zu zeigen habe. Deswegen möchte ich nicht sehr viel Zeit klauen. Deswegen erstmal das Wort an Felix und Daniel. Gern, gern. Dann sagt einer von beiden, der mag, dann würden wir den Bildschirm vielleicht direkt rüberbringen. Ansonsten, ich glaube, wie gesagt, ihr als Team, und das ist ja das, was auch die Webinar-Teilnehmer heute so ein Stück weit spüren können, das ist eine enge Absprache. Es gibt ja auch hier viele Möglichkeiten, die besprochen und sondiert werden in den einzelnen Team-Meetings sozusagen. Und man ist hier eben auch nicht alleine gelassen. Riesenfaktor, Trading kann sehr einsam sein, gerade wenn man es autodidaktisch lernt oder sich selbst beibringt oder im kleinen Kämmerlein die Märkte alleine analysiert. Und das ist ja auch so eine Art Teambuilding und auch so eine Art auf die Finger klopfen nach dem Motto, nee, schau mal an, ich sehe das so und so. Das ist wirklich ja, eine ganz andere Herangehensweise, die auch so vor 10, 15 Jahren, sage ich mal, außerhalb eines Hedgefonds oder eines Bankerkreises gar nicht denkbar war. Heute dank der technischen Möglichkeiten auch kein Problem. Und ja,
Jungs, wer von euch will, wer hat noch nicht, wer darf, jeder darf hier praktisch mal ran an den Bildschirm sozusagen. Ja, Christian, du kannst gern zu mir schalten, Felix. Ja, alright, Felix, wunderbar. Jetzt schaue ich mal, dass wir dich zum Moderator nennen. Vielleicht muss ich jetzt den Bildschirm wieder, da muss vielleicht der Stefan machen, aber vielleicht klappt es ja auch schon. Ich bin schon so weit, ich suche gerade, dass wir mal den richtigen erwischen. Sehr gut, super. Okay, Felix ist das Wort jetzt geschuldet. Heute Morgen hat er sich auch schon vorgestellt, wie gesagt, ist im Team von ATT. Genau, ihr müsstet jetzt bei mir den Agena Trader sehen und die MNK. Yes. Genau, hier habe ich in der MNK bin ich Short seit dem 7. März. Ihr seht das hier an diesem roten Pfeil hier unten auf dem Tageschart. Habe hier unten schon einen Teilverkauf gemacht. Hier oben rechts bin ich jetzt auf der Stunde. Hier sieht man das schon mal etwas deutlicher. Die ist direkt schön angelaufen. Ist jetzt aktuell ein bisschen in der Korrektur, aber das macht auch gar nichts. Hier habe ich schon einen Teilverkauf gemacht, also der Trade ist schon komplett aus dem Risiko. Da kann mir gar nichts mehr passieren. Ich habe da natürlich auch nicht viel verdient, wenn er wieder nach oben geht, aber zumindest keinen Verlust mehr. Das ist ja erstmal immer das Wichtigste. Genau, dann habe ich auch zum Beispiel gehandelt die OHI, wie man hier sieht. Wir fangen hier wieder links auf dem Tageschart an. Habe ich auch weit, die hatte weit korrigiert, habe ich hier oben einen untergeordneten Einstieg gefunden. Abwärtstrend, auch hier schon ein Teilverkauf erledigt, auch schon kein Risiko mehr in diesem Trade. Jetzt natürlich gerade den Allgemeinmärkten geschuldet, auch aktuell in der Korrektur, aber da bin ich ebenfalls guter Dinge, dass das noch weiter in die richtige Richtung läuft. Ansonsten die Starbucks, das ist mittlerweile aktuell einer der am meisten gehandelten Werte bei uns in der Community. Es ist ja so, die Schüler führen gemeinsam eine Watchlist, also da stellen in diesen Nachmittags- und Abendsessions stellen die Schüler ja immer Werte vor. Und es wird dann gemeinsam entschieden, ob die eben auf die Watchliste kommen oder eben nicht. In dem Fall ist dieser Wert auf die Watchliste gekommen, wurde von mehreren Schülern gemeinsam beobachtet. Und da kann es dann halt auch mal passieren, dass dann 30% unserer Schüler oder noch mehr wirklich mal einen gleichen Trade haben. Jeder zum Teil dann natürlich die Einstiege ein bisschen anders, weil jeder natürlich auch einen eigenen Stil hat oder eher einen sichereren Einstieg wählt oder schon gern immer früh dabei ist. Ja, in dem Fall ist der sehr schön gelaufen. Auch hier schon zwei Teilverkäufe. Habe ich recht schön auch das Tief unten erwischt. Und ja, auch hier in der Korrektur, aber hier habe ich trotzdem sogar noch einen Gewinn übrig, wenn der nach oben laufen sollte. Sehr, sehr schön. Gut. Sehr, sehr schön. Also das Wichtige ist auch, was man hier so sieht. Ich meine, erstmal neben dem Community-Faktor, natürlich sehr, sehr interessant, dass man da sozusagen eine Übereinstimmung findet, ist es auch wichtig, dass man hier sieht, dass ihr das Universum sozusagen der Märkte und gerade auch US-Shares, die übrigens auch bei uns in mittelfristiger absehbarer Zeit handelbar sind, aber wir sind jetzt auf Forex und CFD zunächst noch spezialisiert. Wir wollen aber als JFD auch unser Portfolio hier erweitern und das wird auch kommen, liebe Leute. Aber dennoch muss man natürlich hier über den Tellerrand rausblicken und nicht nur jeden Tag den DAX handeln wollen. Ja, es gibt viele Underlyings, es gibt auch natürlich Aktien-CFDs, Rohstoffmärkte, Bonds, es gibt vielerlei Möglichkeiten und das solltet ihr eben, was eben auch hier die Crew macht, immer schauen, wo sind schöne Settings, wo sind schöne Setups und nicht immer irgendwas reininterpretieren nach dem Motto, DAX wird jetzt fallen oder steigen. Nein, über den DAX hinaus haben wir eben 30 Einzeltitel, im Eurostoxx 50-50, im S&P 500 500 Aktien und da sind einige Perlen dabei, die es dann zu filtern gibt und das macht ihr hier mit dem Team eben in hervorragender Art und Weise, aber zeigt eben auch, dass ihr euch die schönsten Setups rausschneidet beziehungsweise einfach erstmal sucht und findet das, was ihr eben sehen wollt und das wird dann eben auch schön umgesetzt. Und wie gesagt, es gibt nicht nur Gewinner, das muss man ganz klar auch sagen. Hier sehr schön gemacht. Hast du vielleicht einen Verlierer-Trade auch am Start, wo es mal in den Stopp lief oder so irgend sowas in der Richtung? Da hatten wir doch vorhin gerade einen, die TDG, genau. Oh, okay. Hier war ich eben auch ja mal auf Tag eben den Abwärtstrend schön zu sehen. Der war auch weit in der Korrektur. Hier oben, einige meiner Kollegen haben es auch hier oben schon mit diesem, bei dieser Kerze hier oben sich schon reingewagt. Das habe ich persönlich leider verpasst, aber habe auch hier immer noch Potenzial in diesem Wert gesehen und habe es gestern am frühen Nachmittag dann hier unten mal versucht, ist dann jetzt heute leider mit einem Upgap rausgeflogen. Das gehört natürlich auch dazu. Klar.
War allerdings auch in, gestern war ja der Zinsentscheid der, der FED und dementsprechend diesen Trade auch nur mit einem kleineren Risiko eingegangen, weil das halt in solchen Fällen dann auch immer mal passieren kann, dass es auch mal gegen einen läuft. Abrunden würde ich das Ganze ganz gern noch. Es ist ja hier Live-Trading, also ich bin vorhin hier noch einen Wert eingegangen. Das ist die ESRT. Das ist ein Long-Wert. Der ist hier, hat schon einen länger andauernden Aufwärtstrend. Ist hier an der SMA 200-Linie an einem interessanten Punkt gewesen, hat hier auch wieder die Richtung geändert. Und wirklich signifikant punktgenau an dieser SMA-Linie wieder die Long-Richtung aufgenommen. Und das habe ich dann vorhin mit einem Einstieg auch mal versucht. Da können wir vielleicht später nochmal sehen, je nachdem, wie die Gesamtmärkte sich entwickeln, ob der sich dann auch weiterhin positiv entwickelt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also danke für den Live-Trade. Wie gesagt, Ali oder ich, wir zeigen nachher nochmal den Disclaimer sozusagen. Das sind, wie gesagt, hier natürlich live und Beispiel-Trades aus der Crew heraus, aber wer das nachmacht, das wird es hier wissen und das muss man aber auch ansprechen an dieser Stelle. Es wird natürlich hier nicht aufgefordert, das alles nachzuhandeln. Ja, jeder ist für sein eigenes Trading verantwortlich und ist sich dessen bewusst, dass das hier praktisch eine Art Informationsveranstaltung ist, muss man ganz klar wissen, um hier auch natürlich die Risiken abzuwägen, bedarf es hier einer klaren Analyse und auch einer eigenen Entscheidung. Aber sehr schön, wie er hier Einblick gibt in das, was mal passieren könnte und der Live-Trade hier sieht ja auch vom Chance-Risiko-Verhältnis sehr, sehr schön aus. Ich sehe aber einen Take-Profit selbst hast du noch nicht gesetzt. Das würdest du praktisch manuell, diskretionär dann durchführen. Genau, ich bin den ja gerade erst eingegangen. Ich mache das im Normalfall so, da ich eigentlich den ganzen Tag am Rechner sitze und die Möglichkeit habe, das zu beobachten, würde ich mir dann jetzt hier so Alarme reinlegen und vielleicht auch schon mal, falls es gegen mich laufen sollte, habe ich jetzt hier diese blauen Alarmlinien gesetzt und da kann ich dann manuell eben einen Teilverkauf machen oder eben sagen, ich gehe doch aus dem Haus und lege mir dann eben eine Limit Order in den Markt. Wie funktioniert das mit dem Alarm? Kriegst du dann eine SMS-Info oder klingelt da bei dir im Ohr irgendwas? Oder wie kann ich mir das vorstellen mit dem Alarm? Also ich habe das immer unterschiedlich einstellen. Ich habe jetzt einfach einen Alarmton hier am Rechner. Also solange ich innerhalb der Wohnung unterwegs bin, drehe ich dann einfach die Lautsprecher auf, dann höre ich das. So. Und ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, mir das per E-Mail schicken zu lassen und somit praktisch in Echtzeit dann Bescheid zu bekommen. Hervorragende Möglichkeit. Das gibt es übrigens auch bei MetaTrader 4, obwohl das Ding schon wirklich oldschool ist. Muss man aber sagen, auch die Idee gab es damals schon. Ist natürlich auch eine hervorragende Möglichkeit, nicht ständig am Bildschirm kleben zu müssen. Ergo, man kann sich hier sozusagen einfach ein Signal setzen und achtet oder schaut dann nur auf den Bildschirm, wenn es wirklich bedarf, weil man kriegt natürlich auch viereckige Augen oder sage ich mal, man verliert auch so ein Stück weit Abstand zum Markt, wenn man die ganze Zeit an den Candles klebt. Ja, kennt der ein oder andere vielleicht auch. Man wird ungeduldig, man spielt rum, man sucht dann irgendwelche Trades, die es gar nicht gibt. Deswegen Trade abfeuern, klares Risk and Money Management und dem Rest dem Markt überlassen und mit Signallinien dann natürlich hier entsprechend immer mal Aufmerksamkeit wieder schüren. Aber ansonsten macht es dann auch wirklich Sinn, eben auch mal Abstand zu gewinnen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön und sieht auf jeden Fall spannend aus. Genau, nicht zu viel Zeit vorm Rechner verbringen, sondern wir wollen ja in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdienen und deswegen gucken, dass man die Zeit vorm Bildschirm effektiv gestaltet. Exakt, exakt, wunderbar. Ja, schönes Schmankerl, danke auch für den Eindruck hier dieses Live-Trades, also da, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut. Das war jetzt dein finaler Wert, sagst du, oder? So habe ich das richtig verstanden. Genau, das war mein finale Grande. Jetzt dürfen die Kollegen glänzen. Ah, okay. Dann der nächste darf, Freiwillige vor sozusagen. Das ist ja fast wie beim Militär. Ja, dann schalte doch einfach mal zu mir rüber, wenn es geht. Der Daniel war das, ne? Genau, also großartig anders wird es nicht aussehen, aber wie schon erwähnt, hat jeder von uns, ich hoffe, man sieht jetzt den Agena Trader. Sehr gut, ist da, wunderbar. Genau, also jeder von uns hat so ein bisschen anderen Handelsstil und man sieht auch, dass jeder von uns, also zumindest die gleichen Werten handelt, aber immer anders verwaltet. Wenn man jetzt sich so die EXR ansieht, haben auch sehr viele von unseren Schülern gehandelt. Ich hatte da schon mal einen früheren Einstieg. Ein Teilverkauf wurde gemacht, der zweite wurde leider verpasst. Ausgestoppt, plus minus null.
man darf sich halt dann darf nicht einfach aufgeben, sondern muss einfach dann nochmal dranbleiben und versuchen, ja, den Wiedereinstieg zu wagen. Der Wert war ja immer noch gut unter der SMA oder den 200 Tageslinien. Und ja, zwei Teilverkäufe, Stopp ist abgesichert und sieht erstmal ganz gut aus. Genau, oder vielleicht hier ergänze ich nochmal zu der ESRT, was die Idee war von Felix und mir. Oder warum auch der Stopp gerade hier liegt und nicht, wie man es im Trendhandel kennt, eigentlich hier liegen müsste, wenn man den, sag ich mal, relativ unscharfen Einstieg hier macht. Die Idee war einfach dahinter, dass sobald der denn hier wieder drehen würde, wir ein Gegensignal in Short-Richtung hätten und diese Trade-Idee sowieso gestorben wäre. Deswegen der engere Stopp und genau, also ich habe so, dass ich immer die Targets direkt drin habe, bei jedem Einstieg. Damit ist für mich jeder Trade identisch und ja, ich muss nicht überlegen, halt, wie groß ist das Risiko. Ich muss nicht mehr rechnen, sondern klicke das einfach nur rein und ja, rein in den Trade. Ja, was kann ich noch zeigen? Ja, die OHI ähnlich. Vielleicht mal einen anderen Wert, die MNK hatte der Felix natürlich auch. Genau, also hier habe ich den Stopp ein bisschen aggressiver schon mal nachgezogen, habe zwei Teilverkäufe schon erwischt und warte halt, bis der Wert halt weiter runter geht und meine nächsten Targets füllt. Mhm. So, vielleicht nochmal ein Währungspaar, was wir eingegangen sind oder was einige auch haben, ist der australische Dollar gegen den Schweizer Franken. Wir sehen ja hier auf dem Stundenchart einen schönen Abwärtstrend. Sehen, wir hatten hier schon mal einen Einstieg. Sehr klassisch. Größerer Trend, kleinerer Trend, Einstieg P2 und mehrere Teilverkäufe, Stopp geholt. Hätte man natürlich anders auch verwalten können, mit einem weiteren Stopp war mir zu weit, hätte vielleicht sowieso geholt werden können. Hier ein zweiter Versuch, Einstieg, ausgestoppt, nächster Versuch und ja, mal sehen, halt, ob es aufgeht. Na, wie man immer so auch schön sagt, hätte Fahrradkette. Wenn wir das vorher wüssten, ne, da bräuchten wir auch gar nicht traden. Und letztlich ist es aber natürlich auch trotzdem schön, dass du sagst, hier, Stopp abgeholt, der andere Stopp wäre dir aber zu weit gewesen, dann trotzdem rechts unten der vordere Einstieg nochmal aggressiv versucht, in die neue Abwärtsbewegung reinzugehen. Stopp auch abgeholt, nichtsdestotrotz hast du dann jetzt eben im Sinne der übergeordneten Bewegung nochmal versucht, da reinzugehen. Spricht also alles nicht dagegen und da bleibt auch die Aggressivität vorhanden nach dem Motto, dass du da eben hier dein Setup eben durchspulst. Ne? Und der Stopp versichert dich, grenzt dein Risiko ein und wenn der Markt für dich läuft, dann ist der Rest reine Trade-Management. Aktion, die du dann hier vollziehst und ja, macht Sinn. Und der ist ganz frisch, der Trade sozusagen, also aus dem Stundenchart heraus sozusagen initiiert. Genau, genau, richtig. Also wie schon am Anfang gesagt wurde, also wir handeln jeder das gleiche Setup oder die gleiche Logik, aber es unterscheidet sich der Stil. Also so wie der Janni, der verwaltet gerne sehr groß und hat aber dadurch auch wahrscheinlich Schwankungen im Depot, was ich persönlich nicht mag so wirklich, also deswegen ziehe ich sehr gerne eng nach, fliege dadurch natürlich wieder öfters raus, aber muss dann halt öfters einfach wieder einsteigen. Das ist halt jeder, wie es mag oder wie für was er geschaffen ist, sag ich mal. Genau, und so ein Stück weit nach persönlicher Fasson. Aber wie gesagt, wenn du der ein oder andere kommt damit nicht klar, immer abgeholt zu werden, sag ich mal, aber dafür hast du natürlich immer schöne Chance-Risiko-Verhältnisse. Aber dass ihr da natürlich einen gewissen Freiheitsgrad genießt, den du dann auch so umsetzt, ist natürlich hervorragend. Also da muss man schon sagen, macht ja Sinn. Und natürlich die Grundvorgehensweise ist ja Trendbewegung, Korrekturhandel, das natürlich gute klassische Schule, Dow-Theorie vor 100 Jahren oder Rosshagen in den 70er, 80ern oder Markttechnik heute, wie man es nennt, die Grundstrukturen des Marktes haben sich ja hier nicht geändert. Also das ist natürlich auch das, wo ich unlängst auch einen Artikel gelesen habe nach dem Motto, ist das Schabernack-Schartechnik oder nicht, Kaffeesatzleserei. Also es gibt, glaube ich, genug Methoden, wo man hier auf den Nenner bringen kann, dass natürlich alles zusammenhängt, aber
das Interpretieren der Preisbewegung, Angebot, Nachfrage, Euphorie, Gier, Panik, Angst, das wiederholt sich und das kann man in charttechnischen Mustern oder auch Trendbewegungen durchaus ableiten. Und das ist ja sozusagen ein Grundskill, den ihr hier verwendet und deswegen hervorragend. Wen haben wir jetzt noch in der Pipeline? Ich habe vorhin gehört, dass wir einen frischen Schüler noch von euch haben, der heute auch Gast bei uns ist. Christian, machen wir gleich. Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ähnliche Werte, gleiche Richtung, unterschiedliche Styles, dann möchte ich auch nochmal an der Stelle, weil es einfach passt, auch meine Werte zeigen, die ungefähr fast gleich sind wie die von meinen Kollegen, aber ich hier auf jeden Fall schon mal früher drin bin. Also hier zum Beispiel ESRT, sieht man, war hier mein Einstieg. Der Stop lag hier unten zuerst, wurde jetzt schon nachgezogen und so weiter. Das heißt, ich bin jetzt schon im Gewinn, wo die Kollegen erst einsteigen. Ja. Das ist also trotzdem die gleiche Richtung, die gleiche Idee, ein bisschen enger. Gucken wir uns mal die EXR an. Auch hier bin ich nicht früher eingestiegen, sondern ein bisschen später. Das heißt, auch hier oben, punktgenau am Hoch eingestiegen, ja, als er erst an der 200er ankam, bin ich eingestiegen mit einem engen Stop. Und habe dadurch natürlich, ja, ein bisschen hatte dann diese kleine Verluststrecke, wo meine Kollegen im Minus waren, nicht mitgenommen, sondern bin relativ gleich in den Gewinn. Und habe dann erst hier unten Teilverkauf gemacht. Hier haben wir gesehen, habe ich das schon mal gehandelt. Und das wird jetzt auch Bewegung Tag verwaltet. Also auch hier gleicher Wert. Was haben wir noch? MNK. Ja, ähnlich. Bisschen später als Felix reingegangen, aber auch unscharf, also beziehungsweise hier oben den Stop gehabt und die OHI auch relativ eng oben, erst als hier so ein bisschen Schwäche reinkam, Teilverkauf hier unten, hier am ersten Ziel, wo da immer eine Entscheidung stattfindet und jetzt auch auf Bewegung Tag und auch die Starbucks ist bei mir hier im Depot und ja, wie gesagt, ähnlich. Also ähnliche Werte, gleiche Richtung und aber unterschiedliche Einstiege, unterschiedliche Verwaltung. Also das ist das, wo wir uns so ein bisschen unterscheiden. Der eine hat ein bisschen mehr Erfahrung, ja, also ich zum Beispiel, Ali natürlich sowieso, der hat uns alle ausgebildet. Und dann meine Kollegen, die jetzt auch Vermögensverwaltung mit mir zusammen machen, die haben noch ein bisschen weniger Erfahrung als Janni und ich. Ja. Und jetzt kommen wir eventuell gleich zu einem Schüler, der jetzt gerade davor steht, dann eventuell im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr auch in die Vermögensverwaltung zu kommen, der sich auch sehr gut entwickelt. Und davor gibt es dann natürlich noch unsere Schüler, die sich in der Ausbildung befinden, beziehungsweise jetzt auch erst anfangen. Ja. Hervorragend. Bei dem Wort würde ich dann vielleicht mal zu Mirko geben. Oder, ja, sehr schön. Also freue mich auf jeden Fall, dass wir auch dann... mit Verlaub, aber einen Rookie sozusagen am Start haben, der da eure Pipeline schon entlang geglitten ist und hier mehr oder weniger dann jetzt auch tatsächlich Fuß fassen möchte. Wie gesagt, hoch spannend, wenn es das früher gegeben hätte in der Art, also da wäre ich sicherlich auch einer der Ersten gewesen, die da bei euch angerufen hätte. Hervorragend, aber warten wir mal, bis der Mirko unser Gast ist. Soll ich ihn aussuchen oder machst du das, Stefan? Ich gucke gerade. Ich habe ihn schon. Ich könnte ihn zum Moderator nennen, beziehungsweise Diskussionsteilnehmer. Ja, dann mach das. Okay. Schwupp. Mirko, du müsstest mal sehen, ob dein Mikrofon... Jetzt sehen so, wir... Hallo, da ist Mirko hier. Ah, da ist er schon, der Mirko. Jawohl, ja, grüßt euch zusammen. Hallo, ja. Hallo Mirko, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier zu Gast bin der Chris Kämmerer, ne? Dürfst du echt schon wissen, aber freue mich auf jeden Fall, dass du dich bereit erklärt hast, heute nochmal dem Ganzen beizuwohnen und auch jetzt mal hier als Einsteiger sozusagen uns, also Einsteiger mit Verlaub, du hast ja da schon ein Stück weit was genossen, aber sozusagen als einer der, die hier noch so im Übergang stehen mit der Vision, da tatsächlich ins Management, in die Verwaltung einzusteigen, uns da so ein bisschen was mitzuteilen. Finde ich hervorragend. Also ich muss mal ganz mit Verlaub fragen, wie gesagt, ich habe weder die Ausbildung bei euch genossen, noch explizit tiefe Kenntnisse sozusagen dahingehend erlangt. Wie ist das bei euch so oder wie hast du das erlebt, dich selbst oder wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen? Fangen wir mal von Anfang an an. Also was machst, hat dich eigentlich zu den Märkten getrieben oder zu der Idee, sowas zu machen? Ja, also zu den Märkten getrieben, ja. Was soll ich sagen, durch einen Arbeitskollege, der hatte mal ein paar Aktien gehandelt und dann habe ich gesagt, okay, schaut man sich mal an das Thema. Dann irgendwann bin ich halt zum Trading gekommen, ja.
aber alles noch auf Demo-Phase. Mhm. Und ja, immer Stück für Stück weiter belesen, die einschlägigen Bücher geholt über die Mic-Technik. Also ich war von Anfang an bei der Mic-Technik dabei, zum Glück. Mhm. Hatte mir nichts anderes, sag ich mal, ja, an Wissen angeeignet. Also eigentlich wirklich fast nur Mic-Technik und Psychologie. Und genau, dann ist man halt Stück für Stück, sage ich mal, auf diverse Veranstaltungen gegangen. Mhm. Gern kostenlose, ja, um erstmal irgendwie zu schauen, was gibt es und ja, keine Ahnung, was wird überhaupt gehandelt, ja. Mhm. Und dann bin ich im Juli 2015 bin ich beim VTAD gelandet, mal bei einer Veranstaltung. Da war der Ali, den habe ich das erste Mal gesehen. Genau, da hieß es irgendwie der Titel, wenn ich mich richtig erinnere, wie handeln professionelle Händler. Und ja, das war halt trotzdem nur eine Veranstaltung von vielen bei mir, ja, wo ich halt war. Die war ebenfalls kostenfrei. Und da war halt eine Aussage dabei, die er getroffen hat, und zwar, dass es im professionellen Handel keine Throwdown-Phasen gibt. Und das war für mich erstmal, ja, musste ich erstmal schlucken, weil überall wird geschrieben, Throwdown-Phase muss man hinnehmen. Und ja, genau. Das heißt jetzt für mich Throwdown, dass man halt sagt, okay, 20% von mir aus, wenn die mal das Depot nach unten hin, also nach unten geht, dann ist das halt einfach so im Trading und es ist auf jeden Fall nicht so. Ja. Und das war halt auf jeden Fall das, wo ich gesagt habe, okay, da muss man mal genau nachschauen, was die da machen, wer das ist. Und so bin ich halt Stück für Stück zur ADT gekommen, durfte dann Stück für Stück auch da an Webinaren mitmachen. Da gibt es ja mal so offene Webinare, wo jeder teilnehmen kann. Und dann war für mich halt relativ schnell klar, dass ich da die Schule halt weitermache oder halt, dass ich dort gerne die Schulung machen will. Ja. Und dann hatte ich halt Glück, dass im Oktober noch ein Platz frei war und dann durfte ich halt direkt einsteigen, ja, als frischer Schüler. Ja. Da war ich sehr froh. Okay, okay. Und jetzt ist es praktisch bei dir so, dass du das neben der, also neben, du hast jetzt noch eine eigentliche Tätigkeit, einen eigentlichen Beruf, den du sozusagen ausübst, oder? Ja, definitiv, ja. Also ich habe noch einen Job, 32-Stunden-Job, wobei das gern mehr Stunden sind in der Woche und ja, Schichtarbeit, also das ist schon, hat man heute Vormittag das Thema, wo der Janis gesprochen hat, Handelszeiten, wer macht das wie und ja, welche Märkte, und das ist halt auch ein Thema, mit dem ich mich dann beschäftigen musste, ja, was passt zu mir, was kann ich handeln, wie kann ich es handeln, und ja, da kriegt man hier auf jeden Fall durch die Schulung und durch die ganze Community und halt durch die Ausbilder das Stück für Stück an der Hand gegeben, dass man halt, ja, seinen, ich sag mal, Arbeits- und Handelsstil halt findet, ja. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall ein schönes Thema, weil, ja, da kann man jetzt sagen, den Arbeitsstil, da hat sich halt monatlich, Monat für Monat immer weiter verändert und verändert, macht er immer noch, aber nicht mehr in so großen Zügen, ja. Und also da sieht man echt positive, wie soll ich sagen, also nur positive Sachen raus dann. Positive Entwicklung. Wie lange, sag ich mal, ja, dein diskretionärer Weg, also wo du jetzt selbst angefangen hast, dir das beizubringen, ist wie lange her, so rein informativ mal? Also wann hast du angefangen? Ja, also mit Pause, ich hatte ein Jahr Pause dazwischen, ja, genau, familienbedingt, und ich sag mal, bestimmt 3 Jahre habe ich einfach mir alles Mögliche, also heißt alles Mögliche, das Wissen, was ich bis dato hatte, halt dann selbst beigebracht, ja. Okay, okay. Aber irgendwann gemerkt, egal wo ich dann hingeschaut habe, links und rechts, dass ich dann nicht mehr weiterkam, und genau, bin da echt froh, dass ich jetzt hier gelandet bin, genau. Na. Okay, das ist aber sehr, sehr spannend. Und ATT hast du wann angefangen? Also wann war dein erster, also neben dem, dass du Ali da getroffen hast, wann bist du in das Programm eingestiegen? Wann war das? Im Oktober 2015, ja. Oh, okay. Also ihr seht es, liebe Leute, als Teilnehmer, das ist ein Prozess der Zeit. Also erstmal hat der Mirko sich hier natürlich so Step-by-Step autodidaktisch, so wie ich das oder viele andere das auch gemacht haben, sozusagen in den Markt gekämpft. Und dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo er gesagt hat, okay, jetzt brauche ich noch ein bisschen was zum Upgrade, weil häufig ist es dann nur noch eine kleine Stellschraube, die es umzulegen geht, gilt, um dann wirklich profitabel zu handeln. Also wenn man es erstmal schafft, sein Geld nicht zu vernichten, dann gehört man schon mal zu den Top 20, die sozusagen es schaffen, da irgendwie ihr Konto zumindest aufrechtzuerhalten. Und wenn man dann sozusagen weiter upgradet und dann sozusagen den, ich will nicht sagen Boost, aber zumindest den Schalter umlegt dessen, dass man dann profitabel wird, und unterm Strich die Quote spricht eben in der Masse dafür, dass viele Händler ihr Geld sozusagen ganz klar vernichten an den Märkten, weil sie undiszipliniert vorgehen, weil sie eben auch keine Disziplin an den Tag legen. Das sind eben solche Sachen, wo ich sage, da muss man wirklich aufpassen. Ich will noch ganz kurz mal euch, warte ganz kurz, Mirko, ich gebe dir den Bildschirm gleich zurück, da kannst du uns gleich nochmal was zu zeigen. Jetzt müsste mein Bildschirm wieder kurz zu sehen sein. Ich will euch nur ganz kurz den Risk-Disclaimer mal reinhauen.
Ja, hier muss man machen, wie gesagt, gerade wenn Mirko jetzt auch Live-Märkte bespricht, beziehungsweise wir hier sozusagen an die Märkte rangehen und da natürlich ganz klar auch Anlageempfehlungen machen oder wie vorhin der Live-Trade. Ihr dürft immer nie vergessen, dass das wir reine Informationen sind. Passt auf, auch heute Morgen haben wir das schon angesprochen, den Disclaimer habe ich selbst nicht gezeigt, aber ihr handelt natürlich auf eigenes Risiko. Und wie auch Mirko schön beschrieben hat, in seinem Weg dahin ist es natürlich so, dass es hier viele Irrwege gibt oder auch viele Marktschreier, viele falsche Informationen. In 80% der Büchern steht eh das Gleiche drin. Oder besser gesagt, der Inhalt ist praktisch immer identisch, nur anders verwässert oder aufgebaut. Grundsätzlich ist es aber wichtig, dass man sich sein eigenes Bild bildet und dann eben aber auch nach Möglichkeit vielleicht nicht als Einzelkämpfer aktiv ist. Und das ist eben wirklich eine hervorragende Entwicklung, die sich hier sozusagen bei ATT ergeben hat, weil man eben sagen kann, hey, hier ist man nicht alleingelassen im Trading. Und das, wie gesagt, sah vor vielen, vielen Jahren ganz anders aus und insofern eine hervorragende Möglichkeit. Mirko, dein Weg selber, wie gesagt, ist jetzt so, dass du 32-Stunden-Woche, hast du gesagt, im Nachgang jetzt machst du dann jeden Abend oder nach der Arbeit dann so eine Art Marktview oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, also zu der 32-Stunden-Woche kommt die Familie noch bei mir dazu. Ja. Also ich habe Frau und Kind und trotzdem ist das alles möglich. Also die Familie steht da hinter mir. Ja, also das ist schon mal ganz toll, sonst würde es nicht funktionieren. Ja. Und ja, meine Schichten, ich habe halt Nachtschicht manchmal, dann komme ich früh um 7 nach Hause, dann gehe ich schlafen, dann esse ich noch schnell was und dann bin ich zur US-Eröffnung fit. Genau, wenn ich jetzt Spätschicht habe, fange ich mir erst 13.30 Uhr an, dann bin ich halt vormittags am Rechner. Ja. Und umgedreht, wenn ich Frühschicht habe, bin ich ab 14 Uhr da. Das heißt, die Chance, dass ich zu den US-Märkten zu Hause bin, liegt immer bei 1 zu 4. Ja. Also, wie soll ich sagen, ja. Also, wenn ich jetzt frei habe oder Frühschicht habe oder Nachtschicht habe, bin ich halt dabei. Genau. Das heißt, ich bin eigentlich fast immer zur US-Eröffnung da. Das heißt eben, dass ich auch bevorzugt die US-Aktien handle. Ja. Ah, ja. Das mag ich so am liebsten. Genau. Okay, liquide die Märkte. Indizes bis jetzt am wenigsten und Forex auch ganz wenig nur, ja. Okay, das aber macht ja Sinn. Also es ging ja auch vorhin gerade darum, wenn man eben sagt, man sucht ein bestimmtes Setup, da wirst du fündig, wenn du dir eben ein großes Universum an Underlyings aussuchst. Und es können jetzt eben 500 Aktien sein oder es können eben dann auch die Indizes sein. Aber wenn man natürlich nur am DAX klebt, das wirst du vielleicht bestätigen, wenn du nur am S&P 500, DAX, Dow Jones klebst, dann verpasst du im Prinzip andere Chancen, oder? Ja, mein Gott, das, genau, so kann man sagen. Also die, ich finde halt den US-Markt am spannendsten, weil es einfach die, wirklich, weil es halt so viele Werte gibt, ja. Und also mir macht das halt wirklich Spaß, dann am Wochenende die Werte zu screenen, mich dann vorzubereiten, meine Listen zu erstellen. Und das ist auch ein Prozess, der hat gedauert, das habe ich halt alles über ATT gelernt, ja. Früher hatte ich doch noch mit Conditions gearbeitet und das mache ich jetzt alles nicht mehr, nur noch mit dem Auge. Genau, dann hat man irgendwann eine große Anzahl von Werten und da versucht man halt den einen oder anderen dann mitzunehmen. Ne? Okay. Und dann, bevor wir gleich nochmal auf den Live-Chart gehen und uns dann mal ein bisschen gucken, wie du so vorgehst, da kannst du uns vielleicht noch was zu zeigen. Wie erlebst du dich dabei, dass das mit der Community eben so ein Ding ist? Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also sprich, ja, der direkte Austausch von Werten, die du am Wochenende screenst. Ihr habt ja dann mehrmals die Woche Webinare, wo ihr das dann durchsprecht. Wie erlebst du dich da? Wie findest du das so? Na, sehr gut, auf jeden Fall. Also wie gesagt, man kommt, wenn man die Zeit hat, wirklich jede Woche teilzunehmen, ja, ich sag mal vielleicht zweimal die Woche, dreimal die Woche, vielleicht auch mehrmals, ja, und ist da immer dabei bei den Sessions, dann ja, kommt man wirklich Woche für Woche oder Monat für Monat immer weiter vor. Am Anfang stellt man vielleicht Werte vor, die, ja, werden dann halt klipp und klar, also nüchtern betrachtet und da wird gesagt, die sind halt nichts, ja, das ist okay. Und ja, dann packt einer Ehrgeiz und dann sucht man immer weiter und irgendwann kommen die Werte auf die Watchlist, man bespricht die zusammen und bespricht die Setups zusammen oder jetzt demnächst dann auch psychologische Faktoren. Also das ist top, da lassen sich auch die Leute immer wieder was einfallen bei uns, die Ausbilder. Genau, also das ist perfekt. Ohne die Sessions würde es, glaube ich, nicht gehen. Ja. Oh, sehr schön. 3 Monate Nachbetreuung sind natürlich gut, ist sehr gut, klar, aber je länger man dabei ist, umso besser wird es einfach. Genau. Man muss halt selber wissen, wo will man hin. Ja. Deckt sich auch mit dem großen Unterschied, wo will man hin? Das ist eine Frage, die stellen sich viele am Anfang gar nicht. Ja. Was ist überhaupt mein Ziel beim Trading oder was ist überhaupt das Endergebnis? Und dann ist es tatsächlich so, das wirst du kennengelernt haben, viele Webinar-Teilnehmer wahrscheinlich auch, grundsätzlich spricht ja nichts gegen Seminare oder Ausbildungswebinare oder eben Sachen, wo man gewisse Dinge vermittelt bekommt. Der Witz ist nur, nach einer Woche hat man die Rules, die Kernrules eigentlich vergessen, wenn man nicht dran bleibt. Und
95% der Leute vergessen das und dann werden Fehler gemacht, dann ist man nicht mehr in der Funktion, dass man fragen kann. Ja, dann schleicht sich vielleicht auch eine falsche Vorgehensweise ein und das summiert sich dann im Sinne dessen, dass man da sagt, das bringt doch alles nichts. Deswegen ist da eine fortwährende Betreuung auf jeden Fall hervorragend. Das ist auch das, was der Jay, den wir hier im Januar hatten, auch genauso macht. Das geht auch ein Jahr lang. Ja, also das ist wirklich was, wo man sagt, das ist eben kein Wochenendding, wo man sagt, anhauen, umhauen, wegrennen, ja, jetzt hast du das alles drin und setzt das um, das ist wirklich ein Prozess der Zeit. Die Händler, die jetzt schon aktiv sind, beweisen das, Mirko jetzt hier frisch dabei, ich drücke dir auf jeden Fall mal die Daumen, dass du weiter den Weg gehst, wir werden uns sicherlich persönlich auch mal kennenlernen, so dass wir da auch mal in den direkten Kontext gehen können. Ich würde dir nochmal den Bildschirm geben wollen, nach dem Motto, dass du gleich mal schaust, hast du irgendwas Interessantes für uns, was wir uns jetzt nochmal anschauen können, wo du ein Setup siehst oder wo du sagst, das wäre jetzt mal spannend zu erläutern? Also auf jeden Fall, ich habe im Moment nur zwei Aktien offen, ja, aber ich kann auch meine Herangehensweise zeigen, also wie ich das persönlich mache, einfach die meine Wertepflege oder meine Watchlist, ja. Gebe ich dir gleich durch, machen wir definitiv. Ansonsten, liebe Leute, wie gesagt, JFD, ihr wisst das hier, wir haben den Agena Trader, mit dem hier auch viel gearbeitet wird in der Pipeline, für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, da wird was kommen. Alle Kunden werden dahingehend auch informiert und nochmal, wer jetzt kein Kunde von uns ist, der darf uns testen, der darf auch ATT testen, ganz klar. Da gibt es ja auch dann im Nachgang noch jetzt an den offiziellen Teil sozusagen eine kleine Education dahingehend, was für Inhalte konkret vermittelt werden. Also so 16.15, 16.30 werden wir dann ein Stück weit natürlich dann das ein oder andere auch promoten. Ich biete euch an, wenn ihr Live-Kunden heute werdet, mit dem Stichwort dann ATT Live-Event März, dass ich euch 20 Free-Trades sozusagen schenke, egal was ihr handelt und wie viel, das würde ich dann aus JFD-Seite sozusagen sponsern, wenn ihr heute einen Live-Account eröffnet und der muss auch nicht groß sein, es geht nur darum, testet uns im Demo-Modus meinetwegen auch, habe ich kein Problem mit, aber wer schon Live-Erfahrung hat, vergleicht mal unsere Spreads, unsere Ausführungen und eben dessen, dass wir hier in Transparenz nicht zu überbieten sind, wenn die sagen, dass wir nackt sind, aber wir zeigen eigentlich alles, was die Inhalte für uns sind. Peter, den Link für ATT, den wird Stefan sicherlich dann nochmal reinstellen in Kürze. Ich werde den Screen mal auf Mirko wieder umstellen. Freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt uns gleich nochmal zeigen kannst, was für Aktienwerte du hier hast und dann so eine gewisse Vorgehensweise. Darum geht es ja auch in den Live-Webinaren, dass wir hier sozusagen einfach mal zeigen, wie der User selbst sozusagen vorgeht, der Trader, und deswegen shoot, you have it. Jawohl, danke. Also ich kann, wie gesagt, mal meine Herangehensweise hier mal zeigen, wie ich das mache persönlich. Ja, das macht natürlich jeder anders, ganz klar. Das ist halt meine Sache, so wie ich damit zurechtkomme. Also hier links sieht man meine Aktienwerte, die ich mir raussuche dann ja am Wochenende. Da fallen natürlich täglich ein paar raus, weil ich dann wieder welche nicht mehr schön finde, das ist klar. Genau, im Endeffekt geht es ja immer darum, dass ich mir halt einen übergeordneten Trend suche. Ja, in dem Fall ist der nicht so schön, aber vielleicht erkennbar, ja, für einen oder anderen, ja. Das ist auch ein Wert, den haben wir nicht auf der Watchlist, glaube ich zumindest, ja, also der ist nicht dabei. Noch zu sagen, da achtet man halt drauf, was ist das für ein Wert? Das ist ein Ölwert zum Beispiel, das heißt, ich muss mir auch das Öl anschauen, was macht das überhaupt? Genau, das erste Ziel, ob sich das lohnt, wann die Earnings kommen, wenn man nicht im Markt sein will und. Und dann schaue ich mir die an, habe hier quasi so eine Kommentarleiste daneben. Und schreiben mir halt immerhin so ein Kürzel, L, steht ganz vorne ein L oder ein S, also für Long- oder Short-Werte, ja. Und dann halt, wie ich gegebenenfalls reinkommen würde, in dem Fall hier aus der Korrektur, wenn ich das dann möchte, ja, schaue ich mir halt an. Das ist jetzt nur ein Beispiel, die ESRT, die haben wir auch auf der Watchlist, da habe ich die leider noch nicht gehandelt, ja, schaue ich mir ebenfalls an, das Volumen wird sich angeschaut, unten jetzt, dass es halt fällt in der Korrektur, sieht man hier sehr schön, auch über SMA 200. Genau, ja, und dann gucke ich halt, habe ich überall meine Alarme liegen und schaue halt, ob der Wert das gewünschte Setup ausbildet, ja. Im Endeffekt, hier ist ein Silberwert zum Beispiel, da müsste man eben das Silber mit in Betracht ziehen. Das wird nicht so oft gehandelt von uns und genau, also das ist jetzt so meine Liste. Und dann habe ich noch daneben eine andere Liste, LWL, die mache ich jetzt nicht auf. Das ist lange Watchlist im Endeffekt, da sind ebenfalls wieder Werte, wo sich halt mal in Zukunft ein Setup geben könnte. Ja. Und das ist eigentlich das Ganze, was ich so mache, dann warte ich halt, ob ein Einstieg kommt. Und wenn ich es zeitlich schaffe, dann bin ich dabei. Manchmal bin ich auf Spätschicht, dann schaffe ich es nicht. Ja. Und das ist aber okay, also damit muss ich halt umgehen und das ist auch nicht so schlimm, finde ich. Ja.
Genau, also das ist immer dieselbe Herangehensweise. Ich suche mir immer einen Trend, hier habe ich einen Aufwärtstrend, habe nach oben noch ein Ziel, bin wieder über der SMA 200 zum Beispiel, habe ein fallendes Volumen, gucke ich mir das an und dann gegebenenfalls mache ich einen Einstieg. Ja. Oder jetzt in dem Fall, haben wir halt noch eine Gruppe, wo man das dann halt bespricht, was die anderen Jungs dazu sagen. Genau. Und dann wird halt der Wert auseinandergenommen und da wird man halt auch nochmal auf Sachen hingewiesen, die jetzt ich nicht gesehen hätte. Ja. Und das ist eigentlich eine tolle Sache dann. Ja. Genau. Sehr schön. Also das ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise, auch das Stockpicking. Und dann besprichst du im Nachgang praktisch immer die Werte noch mit der Crew als solches nach dem Motto, bist du dabei? Lässt du dich da von deiner Meinung dann auch mal umstimmen nach dem Motto, stimmt, habe ich jetzt so gar nicht gesehen und ja, passt irgendwie nicht? Oder ist es relativ häufig, dass ihr alle confirm geht und sagt, okay, das sehen wir genauso? Also, oder gibt es da auch Diskussionen, auch sag mal kritische Auseinandersetzungen nach dem Motto, nee, das sehe ich jetzt nicht so oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, Diskussionen gibt es natürlich, ja, aber also umstimmen lasse ich mich auch natürlich, ganz klar. Ich habe natürlich meine Meinung zu dem Wert, ja, und vertrete die auch, aber wenn ich jetzt irgendwas nicht gesehen habe, wie gesagt, ich bin ja auch im Endeffekt noch Schüler, ja, dann lasse ich mich da gerne umstimmen und lasse mir da Tipps geben. Und zu Diskussionen kommt es halt ab und zu, wenn man halt verschiedene, wie soll ich sagen, Trendgrößen sich verschachteln so, ja. Und dann der eine sieht den Wert vielleicht so und der andere so und dann, ja, merkt man eigentlich immer recht schnell, je länger diskutiert wird, umso schlechter ist der Wert. Und dann sucht man halt einen anderen. Ja. Ja, man sollte, also eine Meinung immer zu haben, ist immer so ein bisschen, muss man immer vorsichtig sein, ne? Aber letztlich habt ihr natürlich eine Meinung, um was rauszufinden und wenn das dann natürlich auch konstruktiv diskutiert wird, kann man ja Pro und Contra abwägen und zum Schluss dann natürlich das Beste rausfiltern. Ich meine, ob man am Ende richtig liegt, sagt einem, wenn das Licht angeht sozusagen. Also das weiß man eh erst zum Schluss, ob der Trade sich gelohnt hätte oder nicht. Aber im Prinzip kann man ja so im Vorfeld, ich sag mal, wie so ein heterogenes Netz an Gehirnen sozusagen immer eine Abstimmung finden und das ist schon sehr, sehr interessant, wenn man wirklich sagt, dass ihr da eben so eine enge Abstimmung findet und auch da sozusagen abgleicht. Du bist hauptsächlich dann dahingehend im Tageschart unterwegs, richtig? Ja, also der Tageschart ist auf jeden Fall immer für mich das große Bild und der muss auf jeden Fall passen. Also ich gucke mir den Tagesschart an und suche mir dann untergeordnet einen Einstieg, um dort gegebenenfalls was zu machen. Also ich habe, wie gesagt, zwei Werte offen auch, die kann ich zeigen. Ja, bitte. Genau, das ist einmal die OHI, haben wir schon ein paar Mal gesehen bei den Ausbildern, die haben die ebenfalls gehandelt. Ich bin da ebenfalls drin. Genau, habe jetzt hier unten einen Teilverkauf gemacht, habe jetzt hier noch einen Teilstopp liegen auf Bewegung, Tag im Endeffekt, da liegt hier oben. Habe hier unten noch ein Target liegen. Ich habe das oft liegen. Ich weiß, dass es nicht so schnell geht, dass der Wert da runterkommt, aber für mich ist immer eine Begründung, stürzt der Wert ab, wird schnell abverkauft, aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, ja, kann ich Glück haben, das Target wird geholt und dann kann es wieder nach oben gehen. Deswegen habe ich immer eins drinnen liegen. Ja. Das ist nur so von mir jetzt. Ja. Und hier ebenfalls habe ich eben noch den Initialstopp liegen, wo ich dann komplett rausgehen würde. Ja. Genau. Das ist ein Trade, den ich jetzt offen habe. Und MXL habe ich noch gehandelt. Da gehe ich gerade mal zurück. Ja, also hier sieht man ebenfalls wieder einen Trend, den ich hatte ich gesehen beim Einstieg. So, genau, also das war ebenfalls mein Trend. Wieder waren wir knapp über der SMA 200. Dann habe ich im untergeordneten ganz kleinen Punkt 2 gesucht, ja. Genau, und der Wert ist jetzt schon auf jeden Fall gut abgesichert. Mein Initialstopp liegt jetzt hier. Die Kerze hier waren Earnings gewesen, also da kam News, ja, hat es mich nicht rausgeholt und ja, jetzt, keine Ahnung, zum Pyramidisieren kam ich noch nicht bei dem Wert, ja, habe ich nicht geschafft. Genau, jetzt lasse ich den Stopp dort liegen und verwalte den wirklich auf größer jetzt, ja, den Wert. Also kann auch so eine längere Geschichte werden jetzt im Optimalfall sozusagen. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr und Minus-Trades kann ich auch zeigen, also kein Problem. Klar, gehört dazu. Finde ich auch gut. Wie gesagt, auch vorhin natürlich ist natürlich ganz klar, dass man da das auch ein Stück weit aufstreuen muss, dass hier nicht nur Gewinner am Start sind und man handelt immer nur mit Wahrscheinlichkeiten, hat ja auch der Ali vorhin sehr, sehr schön besprochen. Wenn ihr noch Fragen jetzt auch zu Mirko vielleicht direkt habt, wie gesagt, fühlt euch frei. Mirko ist wirklich einer, der einen langen Weg hat, sich jetzt sozusagen dann auch nochmal gesettelt hat im Team. Genau der Punkt, wo man da eben sagt, wenn ihr da noch Fragen habt, können wir das hier wirklich
Social-like hier machen. Scheut euch nicht. Ich weiß, dass die Masse immer stille Zuhörer sind und viel lesen und eigentlich sich raushalten, aber gerade so ein Webinar mit der Chat-Funktion ist eben auch etwas, wo man ja, auch Fragen stellen kann, die wir natürlich hier auch gern bereit sind zu beantworten. Alright, also dann nochmal zu dir, Mirko. Was hast du denn, sag ich mal, in die Tonne gehauen, aber wohl bemerkt natürlich vor dem Hintergrund, dass du wusstest, was du riskierst, wenn der Stopp kommt. Bewegt dich das noch? Sag ich mal, sagst du, ah, Mist, hat nicht geklappt? Oder wie sind deine Empfindungen, wenn du jetzt einen Lose Trade machst, also einen Verlust verbuchst? Wie ist das so? Also hakst du das schon ab oder ist das so eine Sache, wo du sagst immer noch, ah, ärgerlich, hätte ich besser machen können? Oder? Ja, es kommt drauf an. Also, ich tue das natürlich bei mir aufnehmen, den Trade, das ist klar. Ich mache dann einen Screenshot und trage das ein, was ich hier gemacht habe. Ja. Ist für mich jetzt nicht das Große. Ganz kurz, wichtig, wichtig, sehr schön. Das heißt, Trade-Dokumentation. Ich mache es genauso. Screenshot und Bild sagt mehr als 1000 Worte. Sehr, sehr gut. Das heißt, du nimmst das auf und schreibst nicht ewig lange Texte, sondern du machst einen Screenshot von deinem Trade als Bild. Richtig, ich mache einen Screenshot, habe hier oben immer meine kleine Sonne da, ja. Hier zack draufklicken, dann mache ich mein Bild im Endeffekt, dann kann ich schnell was dazu schreiben, einen kleinen Text, lege das ab und ja, ist für mich nicht das große Problem, weil ich ja nicht die riesen Trade-Frequenz habe, also das ist wirklich kein Problem. Ja. Und genau, da zehre ich halt immer davon, also und wie soll ich sagen, lerne daraus, ja. Und das heißt, klar, wenn ich jetzt einen Minus-Trade habe, ist das nicht schön, aber es ist jetzt auch nicht also super spannend, dass ich dann schlecht gelaunt ja, ins Bett gehe, sage ich mal. Ne? Also das ist wirklich alles in Ordnung. Wichtig für mich ist immer, dass das Setup gepasst hat und dass ich gewusst habe, was ich mache und ja, vielleicht, ob ich ein bisschen risikovoller einsteigen möchte oder nicht. In dem Fall ja, war das halt auch, hier links sehen wir den Tag als Trend. Ja. Untergeordnet habe ich mir hier einen ganz kleinen Einstieg gesucht als Punkt 2. Hat sich hier ein bisschen Luft gelassen zum Stopp. Genau, jetzt als Beispiel, wenn ich es erklären soll, habe ich gesehen, dass das Tief noch nicht rausgenommen wurde. Das war mir auch bewusst beim Einstieg. Und gut, jetzt bin ich hier oben abgeholt worden. Groß angelaufen ist er nicht und wird zur Seite gelegt und gut ist, ja. Oder halt gegebenenfalls, wenn der Wert noch gut ist, wird geschaut, ob man einen Wiedereinstieg machen kann. Genau, da ist die Aggressivität eines Wiedereinstiegs dann doch schon vorhanden und gegeben, wo du dann sagst, okay, der Stopp war jetzt da, die Trade-Idee ansonsten dennoch gut, vielleicht der Stopp zu eng gesetzt, halt dumm gelaufen, aber ich sag mal so emotional berührend tut dich das dann nicht mehr. Nee, nicht so doll, also echt nicht. Das ist, ja, und ich denke, das wird immer, ja, es geht halt Stück für Stück, wird man da besser darin, ja. Ja, wird der ein oder andere wahrscheinlich dann auch empfinden oder kennen, ja. Ich meine, am Anfang ist es, wie gesagt, ich will nicht sagen wie ein Computerspiel, aber am Anfang ist es eben der Kick, der Reiz. Ich vergleiche das mal mit dem Dschungel. Da geht man eben rein mit der Machete und will erstmal Gas geben und sucht den Kick irgendwo. Das ist natürlich die völlig verkehrte Herangehensweise. Und das Schlimmste ist, wenn es am Anfang so noch funktioniert, dann bekommt man den Überschwang und eine falsche Programmierung im Gehirn, nach dem Motto, es geht immer so. Und dann kann es gefährlich werden. Ja? Aber ich sag mal, das darf natürlich nicht genau der Fall sein. Da muss man sich eben wirklich auch setteln und Ruhe bewahren. Und wenn man dann eben Verlierer hat, das kontrolliert managen. Wenn man nach einem klaren Setup vorgeht, kann hier eigentlich nichts schiefgehen. Selbst wenn mehrere Verlierer nacheinander kommen, ist immer wieder auch bei dem festen Management in Sachen Risiko sei es, nicht überhebeln, nicht zu viel riskieren und wenn man da ein paar Stopper mal kassiert, dann ist es eben so, Haken dran und weiter geht's. Das mit den Screenshots finde ich sehr, sehr gut. Das habe ich bei mir auch relativ früh angefangen, also es bringt vielleicht nichts, sage ich mal, tägliche Aufsätze zu schreiben über sein Trading. Wer das mag und kann, okay, aber wir sind natürlich alle optisch sehr reizbar und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und auch für mich war es in der Vergangenheit sehr, sehr elementar, Screenshots zu machen, die Trades sozusagen bildlich zu dokumentieren und wenn man da die richtigen Trades sozusagen in sein Hirn speichert, sozusagen da Synapsen bildet für die Mustererkennung und die richtigen Setups, dann geht das irgendwann von ganz alleine, dass man hier praktisch sukzessive die richtigen Chartmuster erkennt und sein Gehirn auf Erfolg mehr oder weniger programmiert. Ja, das ist aber eine Konditionierung. Das erreicht man tatsächlich mit Screenshots auch, um dann gewisse Fehltrades zu vermeiden. Ja, ich meine, hier Mirko, den Stopp hättest du vielleicht nicht so eng setzen können, aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, mit einem engen Risiko ist es kein Problem. Du wirst halt ausgestoppt, machst es eventuell nochmal. Aber ich sag mal, das sind so Erfahrungswerte, die man sukzessive sich aufbaut und deswegen ist es, sage ich mal, eine ganz, ganz wichtige Sache, sich da aber auch einem klaren Plan hinzugeben. Sehr, sehr wichtig. Ich gucke mal in die Fragebox, ganz kurz. Ganz kurz, gehen wir nochmal auf meinen Schirm. Ich komme dann auch auf den Mirko nochmal zu. Ein paar Fragen würde ich auch gleich damit beantworten. Gerne. Ali, dann nimm, pass auf. Stefan, machst du das oder soll ich? Nee, ich mache das gerade. Ali, oder ist schon passiert. Wunderbar. Ganz kurz,
Heinrich, hier werden viele Aktien besprochen. Ja, bei JFD haben wir auch die in der Pipeline, wird allerdings noch eine Weile dauern. Wie gesagt, das Forex und auch CFD-Universum bei uns ist der Fokus als reiner Broker. Wir wollen da, wie gesagt, unsere Produktpalette auch erweitern und das wird auch kommen. Wie gesagt, das ist auch alles möglich, dass man hier auch Shares handelt oder handeln kann, aber grundsätzlich bieten wir jetzt auch schon über 500 Produkte an, die man durchaus auch fein handeln kann. Schwerpunkt eben auch hier natürlich die Devisen- und Indexmärkte. Aber Ali, was geht hier los? Ja, wegen dem Copy Trading. Ja, wir haben ja schon ein paar Aktien da, die laufen. Momentan schauen wir mal, dass wir die Forex-Werte und Indexhandel, die laufen dort sehr günstig, sehr sauber bei JFD. Auch die CFDs haben wir über einen Monat getestet, die Aktien-CFDs bei JFD, um zu sehen, dass da auch nicht andere Kurse da sind, als wir sie zum Beispiel direkt bei Aktien haben. Muss sagen, hat alles top funktioniert. Und deswegen sagen wir auch, das ist ein langfristiges Projekt, das soll ja nicht von heute auf morgen laufen, sondern die schon dabei sind, bleiben auf jeden Fall drin und irgendwann ist das Limit erreicht, dass wir niemanden mehr aufnehmen können im deutschsprachigen Raum, ist halt so. Und dann kommen die Aktien noch dazu, dann wird es noch besser laufen. Wir sehen hier, ganz kurz, ich will nochmal zeigen, wir haben ja beim DAX schon einen Teilverkauf gemacht. Jetzt habe ich die Position enger abgesichert, wir sind hier im kleinsten Trend unterwegs, weil wir heute Live-Trading machen. Aber ich will zeigen, warum, abgesichert im Gewinn. Und ich habe vor auch den Nasdaq schnell gehandelt, weil ich gesehen habe, okay, die Kerze wird hier abverkauft, gehe schnell rein, lege den Stopp ein bisschen drüber. Jetzt habe ich schon einen Teilverkaufsstopp hier abgesichert. Das heißt, der größte Teil der Position ist hier abgesichert. Ein Teil lasse ich noch oben liegen, vielleicht haben. Und das ist das Thema. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück, dass der Markt in die Richtung läuft. Warum habe ich den Trade gemacht? Auch wieder hier gegen den Trend, aber nicht einfach, weil mir langweilig war, sondern US-Öffnung. Wir sehen hier passiert Folgendes, dass die großen Amazon und Co. eben hier gerade derzeit abverkauft werden und da kann man schnell solche Trades nachmachen. Und weil das schon auch abgesichert ist, hier noch ein weiterer Future-Trade von mir, auch vorhin eingegangen, gleich sehr schnell. Man sieht, es geht schnell in den Gewinn und dann muss man sehen, okay, wo wäre das nächste Ziel? Das wäre in diesem Bereich hier, ob das jetzt noch passiert, weiß ich nicht. Damit man nicht zu viel von seinem Gewinn hergibt, ist es auch kein Thema hinzugehen und zu sagen einfach, okay, wir hauen hier einfach mal Market ein paar Stücke raus, nehmen uns ein bisschen vom Gewinn hier mit und werden dann diese Order dann dementsprechend auch löschen. Somit haben wir hier kein Risiko mehr, haben einen Gewinn gemacht, können den free sozusagen laufen lassen. Beim DAX genauso, der läuft auch eigentlich frei herum, haben wir kein Risiko mehr im Markt. Und beim Nasdaq haben wir durch die Absicherung, die ich gemacht habe, auch kein Risiko im Markt, steigen auf jeden Fall mit einem netten Gewinn heute aus. So kann man diese Trades auch schnell im kurzfristigen Handel. Ich sage halt dazu, Leute, dazu braucht man ein gewisses Know-how, weil was ich auch natürlich hier nutze, ist das Thema Orderbuch. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr detailliert drauf eingehen, weil das braucht schon einiges an Wissen und Erfahrung. Und ist auch bei uns fast ein halber Tag das Thema. Wenn man sich damit beschäftigt, kann man natürlich hier im Future-Markt sehr schnell, kurzfristig Gewinne machen. Aber bitte immer wieder das dazu. Ja, nicht nur die Gewinne sehen, man muss auch den Verlust ausstehen können. Und wie gesagt, ich riskiere immer strikt nach meinem Depot, meine Positionsgrößen. Ganz kurz zum Thema von Mirko vorhin bei der AEG, warum er ausgestoppt worden ist. Das ist etwas zum Beispiel, womit man sich beschäftigen muss. Je mehr man sich mit dem Markt beschäftigt, desto mehr Wissen hat man, kann die Sachen umsetzen. Hier war es reines Pech, weil man sieht ja, der Wert ist dann weitergelaufen. Und zwar wurde der CEO gekündigt und ein neuer gefunden. Und das hat dazu geführt, dass die Aktionäre da kurzfristig in den Wert reingegangen sind, dann ihre Gewinne aber wieder mitgenommen haben, weil sie gesehen haben, okay, das wird jetzt nicht die Welt sein. Sowas ist oft bei Aktienunternehmen, wenn der Chef ausgetauscht wird, gibt es immer einen Schub meistens. Wenn dann noch die Zahlen im Nachhinein gut sind, dann erst recht. Hier war es einfach nur die Euphorie, okay, der es nicht gut gemacht hat, ist mal weg. Mal schauen, wer nachkommt. Das sind so Thematiken, die wir dann im Nachhinein, wenn solche Trades passieren, die Schüler uns das vorstellen, wir dann sehen, okay, was war der Fehler hier, dokumentieren, okay, News sind gekommen, vielleicht dann das nächste Mal etwas größer verwalten oder es war einfach in dem Fall wirklich Pech und
warten und wieder Einstieg suchen, weil die Trendrichtung war ja richtig, war ja kein Fehler, aber das gehört zum Training dazu, macht man alles richtig und dann geht es trotzdem in die Hose. Aber wichtig. Wichtiger Punkt, Ali, manchmal macht man alles richtig und der Markt gibt einem trotzdem eine Ohrfeige, wie ich immer so schön sage. Du darfst oder man selbst darf sich aber hier auch natürlich keinerlei Vorwurf machen, wenn man technisch, fachlich korrekt vorgegangen ist, dann hat es halt nicht sollen sein. Und dann gilt immer das Motto, ein Trade ist kein Trade, um Gottes Willen nicht in den Trade verlieben, ja, abhaken. Und eben dann, wenn man technisch richtig vorgegangen ist, also nicht emotional gehandelt hat, nach dem Motto, das mache ich jetzt mal aus dem Bauch heraus, dann funktioniert das alles nicht. Dann kann man sich auch, sag ich mal, Vorwürfe machen, wenn man so agiert. Aber wenn man einen klaren Plan hat, und den habt ihr ja, dann ist das natürlich auch eine Sache, damit kann man dann auch mit den Verlusten umgehen. Aber das ist eben auch ein Prozess, das muss man erstmal kopftechnisch klar kriegen. Ne? Das ist es ja, das braucht, wie gesagt, Übung und Zeit. Der Vorteil ist ja bei uns, ich sage auch dazu bitte, wir haben das Trading nicht neu erfunden. Auch ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich entwickle jetzt ein neues System fürs Trading, sondern wir handeln, wie die Großen es da draußen handeln. Nennt es das von mir als Markttechnik, nennt es das von mir als Trendhandel. Es ist der Trend, dass man alles macht, man benennt es anders. Und wir schauen eben, dass wir da mit Begründungen hineingehen. Jeder Trade muss eine klare Definition haben. Auch ich, ich will jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Pech, dass ich euch jetzt nicht heute vor der Nase ein Minustrade gemacht habe. Ich habe jetzt zweimal den DAX gehandelt, einmal ein kleiner Gewinn, je nach wessen Kapital das ist. Und jetzt hier drei Gewinner wieder. Aber auch das ist nicht jeden Tag, Leute. Auch ich mache meine Minustrades genauso, die gehören dazu. Nur meine Quote ist natürlich ein bisschen höher als die der anderen, dadurch, dass ich viel mehr Erfahrung habe, die Ruhe habe und das zählt. Und dadurch, dass wir hier in einer Community sind, und ich glaube, das ist auch der Grund, vor allem, warum ich diese Community haben wollte, man ist nicht mehr alleine vom Rechner und weiß nicht, warum, wieso und vielleicht wen fragen kann, sondern man ist immer in einem Team unterwegs, man kann in unserem Forum posten, wie gesagt, wir gehen später gerne darauf ein, für die, die das wissen wollen, weil ich will jetzt nicht jetzt eine halbe Stunde damit verbringen, sondern wir wollen uns ein bisschen den Markt anschauen. Das ist auch, warum ich auch hier wieder sage, ich glaube nicht, dass der Markt viele Moves mehr machen wird, weil das Volumen immer bei dem fallenden Markt stärker ist als beim steigenden Markt. Das zeigt schon, dass die Großen hier nicht rein wollen. Deswegen handeln wir auch so momentan. Also bitte, wir sind keine Shorties. Im Gegenteil, ich habe von 2009 bis 2012 nur long gehandelt und es ist echt angenehm, weil man kann die Trades reinlegen, saubere Trends gehen und Tage später kommen und dann einfach die Stops nachziehen, sage ich dazu. Man kriegt dann auch schöne Dividenden und der Geschichten. Der fallende Markt ist sehr aggressiv, sehr schnell. Die Stops relativ teuer, weil eben die Bewegungen so stark sind und hier auch natürlich bei diesen Märkten, die diese All-Time-Highs haben, genauso das Risiko auch höher bei fallenden Märkten. Bevor, ich glaube, was wir dann noch brauchen, ist, also ihr bringt ja noch die Aktien, haben wir ja gesagt, das ist auch ein Punkt. Die Frage wegen Drawdowns, also vorher hat es Mirko gesagt, ich stehe dahinter, also bitte da auch den Kopf ein bisschen anstrengen, wenn ich in einer Vermögensverwaltung bin und ich verursache 20-25% Minus für meinen Kunden, kann ich das nicht mehr realistisch aufholen, ohne die Positionsgrößen zu verdoppeln, zu verdreifachen. Und damit begebe ich mich in den Teufelskreis, dass ich das Konto verbrenne. Und dass das schon passiert ist, haben wir schon einige Male gelesen im Internet von den sogenannten Profis, die da draußen rumlaufen. Das ist nicht möglich. Minus-Trades gehören dazu. Für mich ist es schon Drawdown, wenn wir hier von 2% sprechen. Das ist schon für mich Verlust, der hoch ist für mich in dem Fall. Auch, wie gesagt, auch auf großen Konten. Bei kleinen Konten, wenn man mal da 1, 2, 3% im Minus ist, ist es kein Problem, das holt man schnell auf. Aber ab 20%, das ist kein Drawdown mehr, das ist jetzt schon dann nicht mehr einzuholen. Da muss man realistisch sein. Bei einem vernünftigen Konto ist das nicht machbar. Das ist die Thematik. Also ich gebe euch das Beispiel, wenn ich schon sage, ich mache hier 25%, ich bin hier nicht der Held. Wenn man sieht, dass JP Morgan da draußen handelt, das ist die Creme de la Creme. Die haben dort Milliarden, die sie verwalten müssen. Das heißt, je größer euer Konto ist, desto schwieriger wird es, in den Markt zu kommen. Das haben die Jungs mal bei mir gesehen. Ich habe mal ein zu großes Konto gehandelt und habe mich vertippt beim Trade mit einer Null.
und habe selber den Kurs ein bisschen manipuliert, das im Nachteil von mir, weil ich sehr teuer eingekauft habe. Und die schaffen es, dass in einem ganzen Quartal, also das heißt in 3 Monaten, nur 2 Tage Minus-Trades haben, also wo ein negatives Ergebnis am Ende des Tages dasteht. Das ist deren Professionalität, das ist, wie gesagt, besser als die ist man einfach nicht. Ja, das sind die Top-Leute dort, die handeln so. Natürlich haben die auch andere Zugänge, allein vom Bloomberg-Terminal, der 2000 Euro im Monat kostet pro Freischaltung, der allein schon einen Monatskurs braucht, damit man versteht, wie man den bedient, ist für unsere Zwecke, Leute, nicht notwendig, was wir handeln, wir schwimmen denen hinterher. Ihr seht es ja live heute, wie wir es machen. Wir werden später noch auf diese Thematiken zurückgehen. Auch auf die Fragen von euch, falls man sie jetzt nicht beantwortet, ist es nicht böse gemeint. Es sind nur sehr viele Fragen, manchmal überlesen wir sie einfach. Auch die Frage vom Screening. Ich habe ja früher zum Beispiel eine Software gehabt von einem Broker, der ganz einfach war, also genauso also viel einfacher als der MetaTrader, der ja viel mehr kann inzwischen. Und ich muss sagen, ich habe es einfach händisch gescreent, das hat lang gedauert. Jetzt mit dem Agena-Trader, das Screening dauert, ich sage mal, wenn ich jetzt den Nasdaq nehme mit 100 Werten, bei mir persönlich keine 10 Minuten, beim S&P 500 halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Die Schüler screenen das einmal die Woche, ihre Werte, und dann erstellt man Watchlisten und diese Listen werden dann einfach verwaltet und dafür braucht man dann keine 10 Minuten. Ja. Also wir machen das alles per Hand, nicht mit irgendwelchen Softwaren, keine Add-ons, gar nichts. Ist auch nicht so schwierig, das wird immer schneller werden bei euch. Weiter geht, wer Fragen hat, zum Beispiel an Schüler oder sonst irgendwas, kann das gerne reinstellen. Wir geben die Fragen an Mirko weiter, der sieht sie leider nicht, dann müssen wir dann direkt fragen. Oder auch andere Schüler, wie gesagt, wenn ihr dann wollt, könnt ihr in Facebook, in der Infogruppe von uns, aber das werden wir dann euch gleich in den Chat reinschreiben, unsere Facebook-Gruppe, wo jeder Fragen stellen kann, auch mit den Schülern direkt Privatnachricht kommunizieren kann. Das machen wir auch gern. Dann würde ich jetzt wieder auf den Stefan schalten. Ich schreie auf, wenn wieder hier was passiert. Solange der Wert jetzt nicht tiefer geht, werde ich vorerst mal nichts machen. Die Trades sind alle abgesichert. Habe ich sozusagen eigentlich einen sehr entspannten Nachmittag vor mir. Sehr, sehr gut. Danke, Ali, für die Worte. Lass mich noch mal kurz den Bildschirm geben. Stefan, gib mir noch mal ganz kurz, wenn du nichts dagegen hast. Ich habe noch mal eine kleine Indikation, weil wir heute auch dreistellig unterwegs sind in Sachen Teilnehmer. Möchte ich, Bildschirm 4, genau, darum hinweisen, dass die Brokerwahl wieder anstellt, liebe Leute. Ja, ein bisschen Eigenwerben darf erlaubt sein. Wir haben ja hier viele Teilnehmer, die schon bei JFD sind. Wir sind hier in den Kategorien Forex und CFD vertreten. Wer uns kennt und ja, unsere USPs, das, was uns ausmacht, das, was uns seit den letzten Jahren groß gemacht hat und noch größer machen wird, davon bin ich felsenfest überzeugt, kann sich hier natürlich dann mal stimmlich abstimmen und uns hier sozusagen seinen Segen geben. Geht ganz schnell, dauert keine 2 Minuten. Ja, mit so einer SMS-Bestätigung muss man da agieren, damit ja auch nicht viel Schabernack getrieben wird. Es wird sicherlich, oder es gibt andere Wege, wo hier Leute auch Manipulationen betreiben, im Sinne dessen, dass sie hier ihre Quote hochbringen. Einfach nur die Aufforderung, stimmt es für uns ab, wenn ihr uns mögt, damit wir hier wahrscheinlich vielleicht sogar wieder mal einen ersten Platz einheimsen. Im Sinne unserer Transparenz und Fairness sicherlich nur gerechtfertigt. Auf Broker-Konkurrenten will ich gar nicht eingehen. Jeder hat seine Berechtigung, jeder hat seine Tools, jeder hat seine Kunden. Wir zeichnen uns dadurch ab, dass wir vieles anders machen und das auch so transportieren. Und wer das zu schätzen weiß, denke ich, wird schon wissen, warum man für JFD stimmt, beziehungsweise auch JFD als Broker nutzt. Peter, Frage wegen der Markttiefe. Ja, du brauchst natürlich für die Markttiefe auch Präsenzbörsen oder einen Handelsplatz, Schrägstrich ein Orderbuch. Und im CFD-Bereich hast du das nicht als solches. Und dazu braucht man natürlich auch eine gewisse Marktzugänge. Level 2 Trading hat auch was mit Kosten zu tun. Wie wir das natürlich dann transportieren im Agena-Trader, das wird dann spannend. Gerade wenn wir neue Underlyings haben, dann wird das auch alles gehen. Aber wie gesagt, das muss man natürlich immer differenzieren mit den Produkten, mit denen man handelt. Ja, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Kann man sozusagen hier nicht auf jeden Markt ummünzen, beziehungsweise auf jedes Marktprodukt. Da bedarf es, wie gesagt, immer auch gewisser Schnittstellen, beziehungsweise auch Handelsplätze, um das natürlich dann auch gesammelt abzuwickeln. Ja, das OTC-Geschäft läuft ja hier ein Stück anders. Gut, wie gesagt, Hinweis Brokerwahl. Ich stelle den Link mal ein, um es euch noch einfacher zu machen. Und das Stärkste an der Geschichte ist, ihr könnt ja natürlich auch wieder Preise abfassen, weil jeder will ja gebauchpinselt werden, nach dem Motto, wenn ich schon meine Zeit investiere, hier Mallorca-Urlaub und dergleichen, lest euch das einfach mal durch. Wir würden uns freuen, wenn ihr für uns stimmt. Ich hau mal
das Ding an alle rein im Chat und rufe nochmal auf. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr euch die 2 Minuten nehmt. Am Ende MacBook gewinnen oder eine Städtereise oder nach Mallorca, sicherlich keine schlechte Sache. Also, Stefan, dann will ich gar nicht viele Worte verlieren. Magst du den Screen nochmal zu dir ziehen? Das ging mir jetzt gerade noch durch den Kopf nach dem Motto, das muss ich noch ansprechen. Alles klar, genau. Moment, so. Ja, guck mal noch mal ganz kurz auf die Trades, die wir heute eröffnet haben hier im Copy Trading. Das ist ja unser gemeinsames Projekt ATT Signals und JFD Brokers Copy Trading. Da gehen wir dann zum Schluss noch mal drauf ein. Und ja, was haben wir heute gemacht? Den DAX, der ist jetzt im Gewinn abgesichert. Mal schauen, wo der noch hinläuft. Wir haben jetzt hier, was man jetzt so jetzt schon sehr schön sehen kann. Der Wert ist ja sehr weit nach oben gelaufen und sollte das Ganze heute so schließen, dann haben wir eigentlich mal ein relativ aussagekräftiges Umkehrsignal, also ein Umkehrstab bzw. ein Signal in Short-Richtung hier. Mal schauen, ob das eventuell heute noch tiefer geht oder dann doch wieder hochgekauft wird, das müssen wir uns anschauen, aber sollte das jetzt heute so schließen, dann kann man sich das auch die nächsten Tage mal anschauen. Erstmal ist das ja dann hier weiterhin in dieser Range, aber eine größere Korrektur wäre ja mal wieder gesund, aber das muss man sich dann anschauen. Also wie gesagt, der DAX läuft weiter dahin, tröpfelt so ein bisschen nach unten. Gucken wir uns den Out Schweizer Franken an, der ist jetzt schön angelaufen. Da habe ich jetzt auch den Stop schon mal so ein bisschen enger gezogen auf dieses kleinere Zwischentief. Sollte der drehen, würde ich mir das nochmal anschauen. Beziehungsweise jetzt erstmal so lassen, Teilverkauf haben wir glaube ich schon gemacht. Und ja, der Euro, kanadische Dollar, der läuft nicht so richtig an. Ich bin da zwar immer noch guter Dinge, aber jetzt im Moment nach Einstieg hat er sofort gedreht und ist jetzt ein bisschen seitwärts. Das ist natürlich korrektiv hier am Abwärtstrend. Und wie gesagt, ich bin eigentlich immer noch guter Dinge, dass das weiter fallen kann mittelfristig. Das wäre jetzt hier ein mittelfristiger Trade mit einem bisschen weiterem Horizont. Wir haben natürlich hier diese sehr starke Aufwärtsbewegung, aber wir sind hier in einer Range, sage ich mal, und da kann man natürlich nach unten hin, ist da noch einiges am Platz. Also das werden wir sehen, weil wie gesagt, Fehltrades gehören ja auch dazu. Und genau, mehr gibt es eigentlich von meiner Seite jetzt nicht, was das Live-Trading angeht. Und dann können wir ja auch gerne mal die Kollegen fragen, was die in der Zwischenzeit gemacht haben. Janni, hast du noch irgendwas eröffnet, gehandelt heute? Ja, selbstverständlich, Stefan. Ich muss mich wieder hinsetzen. Hier, wenn ihr mich sehen könntet, so ist Trading, Leute. Ich sitze hier mit meinem Kaffee in der Hand, Füße ein bisschen ausgestreckt. Wir können gern die Live-Kamera übertragen. Das wird in Zukunft zügig also, sein. Dass wir dann unrasiert wahrscheinlich vor den Desktops sitzen, aber letztlich werden wir das in Zukunft auch machen. Das wäre auch eine mal Frage ans Publikum. Das ist eigentlich eine recht spannende Frage, weil gerade jetzt im Zeitalter des YouTubes, da stehen viele drauf, sozusagen die Moderatoren zu sehen. Also es geht jetzt, ich würde es jetzt nicht dauerhaft machen wollen, aber so ein kurzes Hallo und Wink zum Einstieg, damit ihr auch mal die Person seht, die da zu euch spricht. Also gebt mal kurz ein Feedback. Wäre es interessant, dass wir das immer mal machen mit den Live-Cams oder lieber nicht? Beziehungsweise vielleicht auch, wie ihr es bei YouTube kennt, dass man, oder bei den Gamern ist es ja ganz normal, dass man links unten einen dauerhaften Screen vom Teilnehmer sieht. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, aber ich sage mal so ein kleiner Face-Check mal kurz. Ich glaube, das kommt ganz gut an, aber ich will euch hier nicht in irgendeine Richtung tangieren. Aber ja, das Feedback kommt schon rein. Ja, fühlt euch frei. Wir sammeln das mal so ein bisschen und geben dann Janni sozusagen mal das Wort, dass er hier loslegen kann. Und dann werte ich mal aus, was ihr hier uns so darstellt. Genau. Ja, Kamera vielleicht wäre nicht schlecht, wer das mag, meinetwegen, aber meint es jetzt nicht unbedingt. da ich sehr gemütlich hier sitze im Büro, fast liegend, hier mein Eckbüro sozusagen ja auf dem Tisch liege und die Charts hier beobachte in meinen 4 Bildschirmen. Ja, was habe ich heute gemacht? Ganz, ganz kurz. Wir haben natürlich heute viele Werte gehört von meinen Kollegen MNK, OHI, viele andere Werte, gehen wir dann später auch drauf ein. Ein spezieller Trade, Schweizer Franken Yen.
Ich mache mal ganz schnell hier diese Linien weg erstmal, damit die nicht irritieren, damit man sich alleine nur auf den Chart konzentriert. Ich habe extra hier die Alarme mal offen gelassen, wobei die kann man auch wegklicken, dann, damit man, damit die Zuschauer auch sehen, wie man mit Alarmen arbeitet, sehr, sehr locker. So, was sehen wir hier? Also, ich erkläre mal den Trade ganz kurz für die Zuschauer. Mein Richtungsgeber ist dieser Trend. So, wir reden immer bei ADP von Trendgrößen. Ja, das ist ganz wichtig hier zu sagen, nicht von Zeiteinheiten, was hier oben steht, sondern von Trendgrößen. Also wenn man sich das hier auf dem Stundenchart anschaut, sieht es genauso aus. Ja, so, das ist mein Richtungsgeber. So, was habe ich jetzt gemacht? Das war ganz lustig, in der Mittagspause, genau um 12 Uhr, habe ich mir eine Limit-Order reingesetzt in Richtung Short. Ja, habe mir gesagt, wenn er da dieses Niveau erreicht wird, ja, gehe ich hier Short rein. Warum? Weil ich mir sage, enger komme ich wahrscheinlich hier oben nicht rein. Auch wegen dem Pivotpunkt. Ich bin jemand, der auch Pivotpunkte im Forex-Bereich etwas darauf achtet. Ja, ich trade nicht 100% danach, aber ich achte darauf und vor allem bei den Teilverkäufen. Wenn wir gleich sehen. Ihr seht hier die Alarme oben, jawohl. So, was habe ich hier gemacht? Wie gesagt, Limit Order, Initialstop war hier oben. Hier unten, genau wo mein Alarm ist, ihr seht, dass der ist schon nicht mehr aktiv, also der leuchtet schon blau, der nicht mehr. Deswegen habe ich den extra stehen gelassen, damit man halt eben sieht, wie locker man eigentlich traden kann. So, hier wo mein Alarm war, habe ich mir gesagt, jawohl, hier will ich meinen Teilverkauf machen und zwar die Hälfte meiner Position. So, gut, jetzt sagt man sich, naja gut, die Hälfte der Position, viel hast du nicht verdient. Aber wenn man das parallel mit dem Stop nachziehen ausübt, dann habe ich hier was verdient. Ja? Und es geht nicht um die ganz großen Summen, also es geht immer um den Prozentteil. Das ist ganz wichtig hier zu erwähnen. Ja, auch wenn man eine Million Konto hat, 10 Millionen Konto, das ist völlig egal. Es geht immer um die Prozentzahl. So, was habe ich gemacht? Genau. Jetzt. Man sieht das hier, wobei die Linien, die können wir erst einmal wieder wegmachen, weil da kommen wir noch drauf. So, genau hier eingestiegen, genau hier am Alarm ausgestiegen, die Hälfte der Position raus, Stop wurde hier gezogen, genau hier. Ja, somit ein kleines Minus entstanden, aber trotzdem was verdient hier in der Position. Ganz gemütlich, ganz locker und habe nebenbei noch meine Mittagspause gemacht und was gegessen. So, was ist jetzt passiert? Position rausgeflogen. Das war es erstmal. Aber meine Richtung, mein Szenario ist ja noch nicht dahin. Das ist ja das Wichtige, dieses Blaue, was wir hier sehen, ja, ist ja immer noch intakt. Das ist das Wichtige und das ist das, das, was wir unseren Schülern eben versuchen beizubringen. Wenn eine Richtung noch aktiv ist, sollte man einen Wert immer wieder beobachten, damit man eben neue Einstiege suchen kann. Und genau das ist hier passiert. Ich sehe, hier werden diese Stops geholt, weil diese Idee hatte ja nicht nur ich im ganzen Globus, sondern andere Marktteilnehmer auch. Das ist ganz wichtig, immer zu wissen. So, Stops wurden geholt und das Ding dreht sofort. Ich berechne meine Position wieder neu. Jetzt bin ich natürlich frei von dem zu sagen, beispielsweise, wir nehmen einfach nur eine Zahl jetzt, um einfach mal eine Vorstellung zu haben. Angenommen, wir haben jetzt hier 50 Euro verdient. So, 50 Euro. Ich bin jetzt frei zu sagen, ich nehme von den verdienten 50 Euro 30 und berechne meine Position neu und gehe wieder einen neuen Trade ein. Ohne Risiko, ohne eigentlich ins Minus zu arbeiten. Ja, so, was mache ich jetzt beispielsweise? Das ist immer ganz nett und ganz locker eben ja, zu berechnen. Das ist jetzt keine große Kunst. Das ist nur allein. Und somit, wenn man dieses Money Management unter Kontrolle hat, lässt man die Psyche auch völlig aus dem Spiel eigentlich. Ja? Weil sowas greift die Psyche nicht an. Wenn man vom Plus heraus
arbeiten kann. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Deswegen Money Management an der Stelle extrem beachten. So, man sieht hier, also Position eingegangen, hier roter Strich. Das gleiche Spielchen mache ich jetzt auch. Falls das Ding jetzt hier drehen sollte, habe ich wieder ein Gegensignal, was mir nicht gefällt. Somit ziehe ich jetzt hier den Stop nach. Ja, ich habe praktisch ein Mini-Risiko. Anfangsrisiko waren hier 14 Pips, jetzt sind es die Hälfte. Ja, also es ist gar nichts. Und ungefähr in dem Bereich, am liebsten noch weiter drunter, muss ich mir halt dann anschauen, wie der Wert halt verläuft, wenn er mit richtig Schmackes nach unten geht oder wenn er so schleppend drunter geht. Also muss man immer beobachten. Deswegen auch hier die Alarme. Mache ich wieder einen Teilverkauf und somit kann man sehr, sehr, sehr schön hier solche Trades machen. Ja? Aber Jani, da muss ich eben, du bringst das ja schon sehr gelassen und cool rüber. Das merkt man auch, dass da die Emotion in den Trades nicht so vorhanden ist. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das ist einfach klassische Mathematik, sage ich mal, Risikoabwägung, Chance-Risikoverhältnisse mit Wahrscheinlichkeiten spielen und eben hier eine komfortable Situation suchen. Und das bringt natürlich, in Anführungszeichen, das sieht jetzt so leicht aus, ja, aber das war sicherlich ein Prozess der Zeit, bis du da hingekommen bist. Aber letztlich ist das relativ nüchtern, die ganze Geschichte. Aber so soll es ja auch sein, letztendlich. Absolut. Also ganz kurz vielleicht zu meiner Geschichte, so, das ist auch vielleicht ganz interessant für die Zuhörer, vor allem für die Neulinge. Ich war börseninteressiert, seitdem ich so ungefähr 18 war. Diese Börsenfaszination hat mich eben gepackt in jungen Jahren. Ich bin jetzt Mitte 30. Ich habe früher Bücher gelesen, ich wollte diesen Traum leben. Ich habe immer gelesen früher, dass Leute natürlich in den USA vor allem so in ganz große Büros sitzen, in den Skylines oben mit Maßanzügen rumlaufen und. Und es war für mich immer so eine ganz tolle Welt, über den ganzen Globus eben zu handeln. Das hat mich fasziniert, wie gesagt. Habe damals so versucht, ein bisschen Paper Trading zu machen, damals war das Internet noch nicht so, wie wir es jetzt kennen, sondern habe immer die Zeitung gekauft, verschiedene Börsenmagazine gekauft und mir da die Kurse rausgeschrieben und halt so ein Paper Trading gemacht. War immer ganz lustig, aber sehr, sehr anstrengend. Dann verlief das so ein bisschen weg. Da hatte ich sehr viel zu tun mit Arbeiten in den Geschäften meines Vaters und so weiter, bis ich dann vor ungefähr 6 Jahren bis mich dieses Trading-Fieber wieder gepackt hat und ich mir selber wieder angefangen habe, dieses Trading beizubringen, ganz alleine, ohne jemanden, ohne einen Mentor zu haben, ohne gar nichts, habe ich da durchgewühlt durch diesen Trading-Dschungel, ohne natürlich große Erfolge zu haben, bis ich hier glücklicherweise auf Ali gestoßen bin, der mir das Ganze beigebracht hat. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich habe aber selber sehr, sehr viel Arbeit hier reingesteckt. Also neben meinem Hauptberuf, der mir 10 Stunden am Tag kostet, muss ich sagen, ungefähr, habe ich mich nachts immer hingesetzt. Ich habe wirklich gescreent, ich habe getradet, ich habe analysiert. Wir haben es vorhin von Mirko gehört. Diesbezüglich kann ich auch was zeigen hier. Man sieht hier lauter Ordner mit vielen, vielen Charts, vielen Analysen. Hier zum Beispiel verpasste Trades, immer Screenshots gemacht, Texte reingeschrieben, also sehr, sehr viel Arbeit hier in dem Sinne reingesteckt in das Trading, bis ich halt eben so weit war. Das ist ein Prozess, den man durchgehen kann. Der eine braucht vielleicht ein halbes Jahr, der andere ein Jahr, der andere 3 Jahre, der andere vielleicht 3, 4 Monate. Es ist je nachdem, was man mit der Zeit eben mit seiner Zeit macht vor dem Bildschirm. Das ist ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Also nicht nur davor sitzen und einfach die Charts beobachten und nichts machen, sondern diese Zeit effektiv nutzen. Ja, ja. Deswegen kann Das ist auch das Prinzip der 10.000 Stunden. Ja, also ich sage mal, das war bei mir nicht anders. Ich habe früher im Nebenberuf auch die Nächte dann durchgemacht,
Ich weiß nicht, wie viele 10.000 Charts ich schon gesehen habe, aber letztlich ist es genau das. Du musst dich konditionieren dafür, ja. Und deswegen finde ich das ganz klasse. Mir war das jetzt gar nicht so bewusst, dass ihr das eben auch macht mit den Screenshots, aber das habe ich auch, weiß gar nicht mehr, von wem ich das damals adaptiert habe. Aber das ist definitiv ein sehr, sehr pragmatisches Mittel, um eben hier sein Gehirn zu konditionieren auf gute, schlechte Möglichkeiten. Das mit den Screenshots ist 1A und eben, dass man da heute auch ja, ganz, ganz einfach und schnell auch dann mit der Community-Möglichkeit natürlich hier auch noch ein bisschen alles Revue passieren lassen kann und sich sozusagen dann auch die richtigen und falschen Setups dann voneinander ja, unterscheiden lassen. Genau, genau. Also man muss da wirklich Arbeit reinstecken. Das ist wirklich ganz wichtig. Also bitte jetzt nicht denken, okay, ich mache ein Wochenendseminar an irgendwelchen Charts, die überhaupt nicht laufen am Wochenende, oder ich mache jetzt eine Woche Ausbildung und dann bin ich der Profi-Trader. Das funktioniert natürlich nicht. Man muss Trading wie einen ganz normalen Beruf ansehen, wie eine ganz normale Tätigkeit. Ja. Ali hat es ganz am Anfang gesagt, heute früh, es ist eines der schwierigsten Berufe dieser Welt, vielleicht sogar der schwierigste. Also wir sagen immer, ein sehr guter Satz, es ist die schwierigste Art, Geld einfach zu verdienen. Ja? Und bis man dahin kommt, braucht man natürlich eine gewisse Zeit, eine gewisse Erfahrung. Man muss auch sehr oft hinfallen, ja? Sich wehtun, damit man eben diese Erfahrung dann irgendwann mitbringt. Und immer an oberster Stelle steht wirklich das Money Management. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, ganz, ganz wichtig. Ja. Nur als kleines Beispiel, um Zahlen einfach zu nennen, beispielsweise hätten wir jetzt ein Konto von 10.000 Euro, ja, nehmen wir mal so ein, zum Beispiel einfach, wäre dieser Trade jetzt, dieser Einstieg hier, hätte der 400 Euro gekostet von meinen 10.000 Euro, wäre ich hier jetzt hier nass geschwitzt gesessen und hier gehofft, dass das in mein Ziel geht, kostet das aber nur 30 Euro, ja, da schaltet man Emotionen einfach aus. Ja? Und es geht nicht mit 3 Trades einfach Millionär zu werden, sondern man muss das Trading über Monate, über das ganze Jahr sehen. Ja? Also man muss seine Performance ebenso aufbauen. Ja? Und man darf niemals vergessen, geht das Ding jetzt hier in meine Richtung, kann ich immer, immer, immer wieder aufbauen, ja? Bis das meinetwegen 10% absäuft. Ja, das kann ich dann später zeigen, ein paar Aktien. Genau, so viel zu meiner Geschichte. Ja, das ist immer ganz interessant. Vielleicht kann ich auch an der Stelle auch eine ganz schöne Geschichte erzählen vom letzten Jahr. Ich war mit Ali in Urlaub, wie der auch gesagt hat, aber für mich war das, für ihn ist das natürlich ganz normal, tagtäglich da mit seinem Laptop irgendwo gemütlich zu sitzen im Café oder auf der Veranda, wie auch immer, und seine Trades zu machen, ja, die natürlich im fünfstelligen Bereich liegen, da muss ich immer schmunzeln. Ich war da zum ersten Mal dabei und habe das eben miterlebt. Ich saß da auch mit meinem Laptop, habe natürlich jetzt nicht 30.000 Euro oder so verdient in der Woche, aber es hat für mich gereicht. Ja, und das war zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl, diesen Lifestyle zu erleben. Und darum geht es auch. Trading ist auch eine Art Lifestyle, die man erlebt. Es ist wie im Sport oder wie man jetzt Bodybuilding macht oder Fitness macht. Es ist auch so eine Art Lifestyle, ja, ein Sixpack zu haben. Und hier ist es halt eben Lifestyle, schöne Trades zu machen und einfach das Leben zu genießen, vom Café aus einfach hier ein paar Pips mitzunehmen. Ja, so wie dazu. Also, gehen wir weiter im Text. Ja, danke, danke, wie gesagt, für die Worte. Da muss man mal, wie gesagt, wenn Ali das im Kaffee mit einem Laptop ausmacht, dann muss man da ganz klar sagen, aufgepasst. Es gibt auch viele, wie soll ich das formulieren, Werbe-Jingles, ja, die da auch am Strand liegen, Caipirinha schlürfend und mal ebenso vom Smartphone oder dem Tablet aus hier die Trades abfeuern. Das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil so leicht ist es nicht. Wir haben vorhin den Händlerraum gesehen. Ich meine, die sitzen nicht ohne Grund vor 4 bis 6 Bildschirmen und haben Markttiefe, haben Insider-News, haben Bloomberg-Terminal, was weiß ich, haben natürlich auch eine gewisse Liquidität im Background, wo man einfach sagt, das sind die Profis. Ja? Also ich meine, da darf man sich den Trugschluss nicht hingeben. Wenn Ali natürlich da mit dem Laptop seine Skills oder auch die Überwachung von Trades, das ist hervorragend, das kann man definitiv machen. Aber Ali hat trotzdem auch einen Filterprozess, wo er sich dann konzentriert mit dem Markt auseinandersetzt. Davon gehe ich zumindest mal aus, weil das ist natürlich schon eine Geschichte, wo man sagen muss, aufgepasst, weil so leicht
das Geld den Profis aus der Tasche zu ziehen, ist nicht wirklich wünschenswert, zumal auch Ali vorhin treffenderweise sagte, man versucht nicht schlauer als Goldman Sachs oder UBS oder eben die großen Hedgefonds zu sein, sondern man versucht einfach die Trends im Chart zu lesen und mit diesen zu gehen, weil das kann am Ende dann hochprofitabel sein, weil, wie gesagt, wenn man dann sozusagen mit dem Strom in einer gewissen Art und Weise schwimmt, gerade eben Trend und Bewegungshandel, geht ja in die Richtung, dass man das versucht rauszupicken, die Fischchen, und da einfach mitzuschwimmen, dann kann man da sicherlich sehr, sehr gute Profite schneiden. Janis, du hast hier noch den Neuseeland-Dollar gerade auf dem Schirm, oder? Den Kiwi. Genau. Dazu wollte ich nur noch sagen, natürlich, wenn Ali sein großes Kundenkonto tradet, ja, hat es nicht dabei irgendwo auf dem Laptop, weil da herrscht größte Sicherheit. Also man kann auch unterwegs nur ein Konto mitnehmen, sage ich mal, das ja, zum Tagesgeld so dient, ja, weil man ist dann, man braucht sicheres Internet und, ja, also ja. Hackerangriffe, weiter, das muss natürlich alles gegeben sein, also die Sicherheit, jetzt nicht denken, dass man da mit unseren Kundenkonten da draußen rumlaufen, natürlich nicht. Ja. Danke noch. Wie gesagt, ist ja nur wichtig, das nochmal aufzugreifen, aber das ist natürlich eine schöne Faszination und grundsätzlich ist das alles möglich. Ja, also ich meine, gerade die Trade-Verwaltung am Strand liegen durchaus, klar, aber das Stockpicking, ja, das ist schon Arbeit, auch wenn das heute, wie gesagt, ich hatte auch noch Zeiten, da habe ich die Aktien manuell mit den Charts durchgeklickt. Heute nimmt da die Software sehr, sehr viel ab, das automatische Screen, die vorgefilterte Auswahl der sage ich mal, interessantesten Muster und so, die Technik spielt uns da rein, und ich glaube, in 5 Jahren, liebe Leute, da sind wir hier dann auf einem Level, das ist schon einzigartig, wo man einfach sagt, die Technik, die bietet natürlich hier auch viele, viele Möglichkeiten, einem da das Leben leichter zu machen. Ja, allein mit Margina-Trailer, die automatische Stop-Loss-Setzung, die automatische Take-Profit-Justierung, mit einem Mausklick alles zu verschieben und zu justieren, das macht, ist ja MetaTrader genauso möglich, war aber vor vielen, vielen Jahren nur den Profis vorbehalten, wo man sagt, da hat sich schon richtig viel verändert und das wird auch noch besser werden. Ja, also insofern spannend zu beobachten. Aber der Kiwi, ja, auch eine interessante Währung. Eins der Major Pairs ja übrigens. Definitiv. Schauen wir uns mal ganz kurz im größeren Bild an. Was man hier sehen, vorhin kam auch die Frage, Fehleinstiege, Fehltrades, wie auch immer. Wir sehen hier bei mir immer sehr, sehr viele kleine Pfeilchen. Ja? Das sind sozusagen kleine Trades bzw. Fehleinstiege, wie auch immer. Aber das sind immer sehr, sehr, sehr kurz gehalten. Ich bekomme gerade die Meldung. Okay, Ali, wir können gleich zu dir schalten. Ich kann dann damit weitermachen. Ich habe schon so sehr viel. Weil wir schon die Trades da live haben und verwalten, dass sie auch sehen, wie wir es machen. Ganz kurz auf mich schalten. Zu dem Thema mit dem Laptop traden. Ich meine, ich bin jetzt auch auf dem Laptop, ja. Bitte das nicht misszuverstehen, wie andere Herren mit dem Laptop in der Hand an der Strandpromenade spazieren gehen und dort mal den Beitrag 30.000 zu verdienen. Das ist nicht das Thema, sondern wie vorher schon beschrieben, die Trades wurden ja natürlich vorher gescreent, in den Ordner reingelegt, verwaltet und dann, wenn die Alarme waren, wurden sie dann gehandelt und natürlich nicht mit dem richtigen großen Konto, weil das nehme ich natürlich nicht mit und mache einen Trade und dann habe ich dort einen Internetausfall oder sonst irgendwas, wo ich keinen Zugriff mehr habe und muss dann versuchen, da herumzutelefonieren, den Broker zu erreichen, um die Trade zu schließen. Das ist klar. Wenn und vor allem, das ist ja auch eine andere Sache, ich mache das schon sehr lange, wir sitzen dort im Urlaub und nebenbei, weil zum Beispiel Janis war dabei, wie meine Familie dabei war und lustigerweise haben wir zwei babysitten müssen, wenn sie geschlafen hat, und dann setzen wir uns einfach am Balkon mit Blick aufs Meer, stellen die Laptops auf, screenen den Markt und wenn sie was Schönes ergeben hat, haben wir halt gehandelt. Und bei mir geht es halt einfacher, weil ich natürlich die Erfahrung habe, die Übung habe, ich eigentlich das immer im Urlaub gemacht habe, aber da natürlich, wie gesagt, vorm Urlaub mir die Arbeit gemacht habe und meine Werte schon rausgesucht habe. So einfach ist es nicht. Es ist natürlich schön erzählt vom Janis, ist klar, weil ich es erlebt habe, wie es ist, wenn man mal diese Erfahrung mal hat, das ist das, was mich noch unterscheidet. Ich habe einfach 10 Jahre mehr Erfahrung als er. Das Talent hat er, das Können hat er. Sieht man ja, dass er sich neben seinem Hauptjob da hinsetzt und so viel Arbeit hineinsteckt. Genau. Und das liegt in ihm selbst. Ich will nur kurz hier nochmal zeigen, weil wir gesagt haben, wenn es so weitergeht, das war ja unser Ziel, wir wollten in diesen Bereich gehen, der Trade ist da oben noch. Man könnte natürlich hingehen und sagen, ich ziehe ihn jetzt hierher. Ist jetzt nicht wirklich richtig, weil wir haben noch nicht das Tief, könnte noch fallen, vor allem sehen wir auch noch,
Hier geht es auch tiefer. Ich habe da den Stopp schon hinterhergezogen, deswegen habe ich auch gesagt, schalten wir kurz rüber. Jetzt habe ich noch mehr abgesichert. Für mich, da liegt der Alarm, sollte unter diesem Pivot gehen, wird es wahrscheinlich stärker fallen können. Weil wir sehen hier, die Grenze, die hat er jetzt mal erreicht. Das nächste Ziel wäre in diesem Bereich für mich. Das heißt, der Trade ist im Kopf schon längst geplant, wohin er soll. Denn da haben wir ja schon den Teilverkauf gemacht. Gewinn ist auch noch abgesichert enger. Und da haben wir auch den Alarm in dem Bereich. Das heißt, ich gebe ein bisschen mehr Luft. Und ich habe vorhin den Bund gehandelt. Läuft nicht wirklich an, noch nicht. Ich bin da auch eher so, dass ich sage, okay, ich habe die Seite nicht groß gehandelt, wir sind hier sehr eng dran. Ich beobachte den, sollte er nicht darüber gehen, werde ich dann den Stopp sehr eng ziehen. Wir sehen aber auch hier, der ist ja gerade vorhin eröffnet worden, also ist nicht jetzt lange her. Schauen wir mal, was der macht. Warum den Bund jetzt zu longen? Wir haben einfach das Signal hier, kleinste Trendgröße und fallen, sehe ich, dass die US-Indexe fallen. Der Volatilitätsindex steigt gerade, auch die US-Anleihen steigen. Deswegen war der Verdacht, dass das vielleicht jetzt eben nach oben geht, größer. Und hier haben wir einen Mini-Trend auf kleinster Trendgröße. Aber weil wir ja hier im Live-Trading sind, möchte ich das ja auch zeigen, dass man es auch wirklich auf kleinster Trendgröße probieren kann. Normalerweise muss ich dazu sagen, wenn wir unter uns wären, und nicht jetzt was zeigen sollten, würde ich warten, bis er da drüber geht und dann eine Korrektur macht und dann erst einsteigen, wäre sicherer. Hier bin ich halt schon sehr aggressiv, sehr früh drinnen, aber ich will ja, wir wollen ja euch mal zeigen, was ist möglich, wenn man wirklich handelt, und den Verlust kann ich verkraften, weil ja alle anderen drei Trades im Gewinn schon längst unterwegs sind. Das summiert sich ja schon jetzt langsam in eine schöne Summe, und da sieht man mal, was man machen kann, wenn man da wirklich nicht gleich nach 5 bis 10 Punkten den ersten Teilverkauf machen. Ja. Gut, das war's schon. Wenn wieder was passiert, actionreich ist, schreie ich wieder rein. Ja, vielen Dank, Ali. Wie gesagt, auch schön, dass du das nochmal so ein Stück weit beschrieben hast, wie das so abläuft. Wie gesagt, das sind wirklich große Erfahrungswerte, und ja, der Traum oder die gelebte Freiheit in Sachen der Unabhängigkeit, die möglich ist, steht sozusagen immer am Ende von der ganzen Geschichte, aber es ist natürlich ein langer, langer Prozess und braucht auch Zeit, und Ali ist da auch einen Weg gegangen, den man erstmal gehen muss, ja, also das ist natürlich ganz, ganz klar. Okay, jetzt sind wir schon tatsächlich wieder fast 2 Stunden hier im Gefecht, liebe Leute. Wenn ihr jetzt noch ein paar Fragen habt, Helmut, ganz witzige Geschichte an dieser Stelle aus dem Chat, ich werde das kurz mal darstellen. Er bat hier drum, von Jannis die Gewinnercharts zu bekommen, um sein Gehirn praktisch auf Erfolg zu konditionieren. Ja, wäre sicherlich zweckmäßig, aber besser noch, wenn die Charts, also die Live-Action sozusagen von dir kommt. Das heißt, der Chart, den hast du erlebt, und sozusagen das Bild als solches, dann wird sozusagen nochmal verankert in deinem Kopf. Ich meine, klar, es ist eine Methodik, aber wichtig ist eben auch, dass man das ein Stück weit eben auch hautnah selbst sozusagen verinnerlicht, was da abläuft. Sonst ist es ähnlich wie so ein Bilderbuch durchblättern. Die Emotionalität dazu fehlt gegebenenfalls. Aber Mittel der Wahl, um sich sozusagen rein die richtigen Muster mal anzuschauen, ist es sicherlich. Insofern interessante Frage an dieser Stelle. Bernd, noch eine Frage, vielleicht Ali, kannst du was kurz dazu sagen? In welcher Zeiteinheit sollte man sinnvollerweise als Daytrader handeln? Also ich hätte jetzt eine Antwort parat, aber ich gebe das Wort mal direkt weiter an dich, was du dazu meinst. Ja, als erstes, ich bin kein Freund von dem Wort Daytrader, das ist so dieses Modewort aus den Videos. Man muss immer hingehen und sagen, welche zeitliche Nähe habt ihr zu den Märkten? Das bedeutet, wie viel Zeit habe ich am Tag? Bin ich ein Berufstätiger, der abends nach Hause kommt, mal kurz sich mal erholen muss, was essen soll oder sonst irgendwas? Also das müsste Bernd vielleicht mal reinschreiben, bin ich berufstätig oder habe ich den ganzen Tag nichts zu tun? Dann würde ich zum Beispiel nur so wie die Abendschüler von uns, die alle berufstätig sind, die abends da sind, ihr könnt es auch gerne, wer will, heute auch in die Abendsession reinschauen, wo wir eben mit den Schülern die Werte durchgehen, den Markt screenen, dann seht ihr, was wir damit meinen, ist auch gratis, also wer Lust hat, wer noch nicht langweilig ist, heute den ganzen Tag mit uns hier zu sitzen, schaut sich das an. Da handelt man eigentlich Stunde und Tag und aufwärts, also nicht Wochencharts, bitte, das ist zu groß, aber so wie ich die Aktien vorhin heute schon gezeigt habe, können wir gerne am Schluss nochmal zeigen, auf diesen Trendgrößen zu handeln, wenn man berufstätig ist, da kann man das sehr gemütlich verwalten, braucht eigentlich, wenn man jetzt das Screenen weglässt, sondern den Trade zu verwalten, nur ein paar Minuten am Tag, weil man ja eigentlich nur den Stopp hinterherziehen muss. Habe ich jetzt, so wie ich,
die zeitliche Nähe, weil ich bin arbeitslos, habe nichts zu tun, keiner will mir einen Job geben. Ich sitze hier vom Rechner den ganzen Tag, kann ich auch schon hier auf 10 Minuten runtergehen und diese Trendkurse handeln. Alles drunter würde ich echt nicht empfehlen, weil es schon zu hektisch wird. Also Minutenchart zu handeln, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das einen Sinn macht für irgendwen, weil das ist echt anstrengend. Ja. Also das ist auch sehr instabil, lieber ein bisschen größer und vor allem man merkt es auch, je größer ihr seid, desto stabilere Trends handelt ihr, desto gefeiter seid ihr von irgendwelchen Schwankungen, von irgendwelchen Äußerungen. Weil wir haben ja schon den Trump, der immer wieder Äußerungen getätigt hat gegen Firmen, 12 Firmen insgesamt schon. All diese Firmen haben auf ein, zwei Tage kurz hin Minus gemacht, sind also gegen den Trend gelaufen, haben aber am Ende neue Hochs gemacht. Ja, also die haben das auch überspielt und deswegen, wenn man da die richtige Trendgröße hat, ist man noch dabei. Ja. Der Markt zum Beispiel wird schon heute Abend kommen. Ich würde euch alle einladen, wie gesagt, indem ihr einfach, ich weiß nicht, ob wir denselben Link benutzen nochmal oder wir gehen einfach und posten das in die Infogruppe. Das heißt, wenn ihr in Facebook in der Infogruppe seid, wir geben euch gleich den Link dazu. Werden wir gleich in den Chat reinschreiben, können wir das gerne dorthin posten und jeder, der Lust hat, schaut am Abend nochmal vielleicht vorbei. Beziehungsweise wir machen ja eh noch kurz dann eine kurze Session, wo wir alles vorstellen und wie das Ganze bei uns abläuft. Ganz genau. Also wie gesagt, das ist ja nochmal ganz, ganz fantastisch. Also wer heute noch nicht, sage ich mal, den Kopf voll hat, und das ist natürlich auch wissensreich, jetzt kommt der Link gerade in den Chat, kann sich natürlich dann heute noch weiter in die Materie da einlesen, in die Vorgehensweise, in das, was praktisch da vermittelt wird und wie auch direkt gescreent wird, um das mal live zu erleben. Erstmal danke, dass die Möglichkeit hier gegeben ist, sozusagen dem erlauchten Kreis dann beizuwohnen. Grundsätzlich, wie gesagt, hier schöne Erläuterung bislang, muss ich ganz, ganz klar sagen. Also wirklich definitiv fein. Ich denke, der Content war wieder hochwertig, hoch 3. Wir konnten hier sicherlich vieles darstellen und auch unterstreichen. Die Methodik ist auch sehr gut erklärt worden. Auch Dank an die, sage ich mal, Händler, an das Händlerteam, was heute hier dabei war. Wenn jetzt keiner von euch mehr ein Special direkt hat, geht es auch ohne Facebook, sehe ich gerade im Chat. Also mal gucken, was wir da jetzt noch für eine Lösung finden. Würde ich dann sagen natürlich, dass man da, das was Ali gerade angesprochen hat, wenn du dann jetzt die zeitliche Möglichkeit siehst, Ali, dass wir das so ein Stück weit nochmal transportieren, was es für Möglichkeiten gibt in Sachen dessen der Integration zu AT&T, in Sachen Signal, Copy, Ausbildung, Coaching, was das Paket zu beinhaltet, ja, was es für Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, nochmal hier die Erinnerung, JFT-Kunden halten 10% Rabatt für alle, die es mögen. Und ich denke, es ist mehr als klar geworden, dass es hier durchaus natürlich zweckmäßig ist, auch in seine Ausbildung zu investieren. Was ich auch in früheren Zeiten an Geld am Markt gelassen habe, weil ich mir dachte, na komm, die 1000 Euro, die brauchst du jetzt nicht unbedingt, kaufst du mal lieber ein Buch. Wie gesagt, Ausbildung in einen selbst ist immer gut investiertes Geld. Ja, ob das jetzt Bücher sind, Seminare, Coachings, Webinare oder eben solche Live-Seminare, das Geld, meine lieben Leute, wenn man das sozusagen sich meint, sparen zu können, man lässt es höchstwahrscheinlich am Markt liegen. Also wohl bemerkt, Investitionen in einen selbst sind immer gut und bringen einen selbst auch weiter, sollte man überhaupt jedes Jahr machen, irgendwelche Weiterbildungsseminare, um sich selber natürlich weiterzuentwickeln. Die Investition in einen selbst kann nie schaden. Und darum würde ich mich natürlich freuen, Ali, wenn du ruhig mal heute jetzt noch ein Stück weit drauf eingehst, auf das Rundum-Paket. An dieser Stelle, sei denn der ein oder andere Trader hat jetzt hier, und wir wollen ja jetzt, wie gesagt, hier nicht das aggressive Daytrading hier beschreien und propagieren, aber vielleicht hat ja noch der Felix oder Daniel oder Mirko oder Stefan oder wer auch immer vom erlauchten Kreis hier noch möglicherweise einen schönen Pick im 5-Minuten-Chart, der möge sich jetzt melden. Ansonsten würde ich dann sozusagen tatsächlich mal drauf eingehen, was so die Skills und Inhalte von AT&T sind. Also ich muss sagen, ich lese gerade von meinem Team, die würden noch gerne viel zeigen. Also von unserer Seite, weil Christian hat ja noch andere Tätigkeiten zu tun. Wir sitzen ja eh normalerweise hier bis 17 Uhr herum. Also können wir gerne jetzt mal, weil da auch die Frage kommt, den Blick auf AT&T machen, würde ich vorschlagen. Wir gehen da ein bisschen drauf ein, das dauert jetzt mal, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Mhm. Und dann, wenn wer noch will, machen wir noch ein bisschen weiter. Das können wir einfach so weiterführen, würden dann einfach hier vorerst mal den Pause-Knopf drücken. Ja. Und weil nicht alle Facebook haben, würde ich dann vorschlagen, lassen wir den Link einfach offen, das Webinar offen. Und werden dann gegen 19 Uhr das Webinar dann wieder starten mit den Abendschülern, wo aber
wir nicht zu sehr mehr auf das Publikum eingehen, sondern einfach so eine Art Open Webinar machen, was wir normalerweise machen und einfach unsere Trades mit den Schülern durchgehen, die Wortschlüssel besprechen, unseren normalen Alltag weitergehen. Da kann gerne wer zuschauen. Ob wir dann auf Fragen eingehen, muss ich dann dazu sagen, bitte uns dann nicht böse sein, weil jetzt sitzen wir ja doch schon 4-5 Stunden gemeinsam. Hm. Wir machen eh noch mindestens jetzt bis 17 Uhr und vielleicht ergibt sich ja noch was. Abends ist halt doch meistens ein bisschen ruhiger. Und wir werden auch dann vielleicht am Abend darauf eingehen, was machen wir mit den Trades, die ich gestartet habe im Future-Markt und schauen uns das dann an. Hervorragend. Ja, hervorragender Vorschlag. Genau. Dann würde ich sagen, will der Stefan damit anfangen, ein bisschen vorzustellen oder sonst fange ich mal grob an, die Idee von ATT kurz anzuführen, dann Stefan vielleicht dann schon im Hintergrund wieder was vorbereitet. Ich kann auf jeden Fall schon mal zu mir schalten, dann kannst du das auch gerne trotzdem ausführen erstmal. Genau. Also ganz kurz zu der Geschichte, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe früher in einer österreichischen Bank gearbeitet als Ausbildner dort, nicht nur alleine, mit anderen Leuten. Ich habe auch dann bei einem kleinen Fonds angefangen, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es wollte. Also dort kurze Frage, seht ihr meine, seht ihr die Website? Weil perfekt. Also nicht Website, okay, ich sehe den MetaTrader aktuell noch. Nee, weil ich übertrage eigentlich die Website. Nochmal, glaube ich, jetzt haben wir das Warten auf den Bildschirm. Also eben war nur die Hälfte vom MetaTrader zu sehen. Mal gucken. Moment. Hängt es gerade? Ja, das ist dann mal Murphy's Law. Und so im Notfall zeige ich die Website, das geht auch. Naja, ich übertrage es schon, es kann bloß... Jetzt ist da. Oh. Ja, jetzt. Nice, alles gut. Also das Thema war hier nicht, ich bin kein Coach, ich mache keine Coachings eine Woche, ich stelle mich nicht jeden Tag in YouTube-Videos hin. Das kostet mich zu viel Zeit. Ihr habt es jetzt gesehen, glaube ich. Wir liegen hier beim fünfstelligen Summen inzwischen, was ich heute live vor eurer Nase ertradet habe. Warum soll ich mich dann hinsetzen und in einer Woche Coachings das machen, wenn ich hier in Ruhe mein Geld verdienen kann? Das Thema hatten wir schon. Ich glaube, das ist mehr als ein Beweis, und dass es nicht einmalig heute glücklich funktioniert hat, sondern immer wieder, haben wir schon in so vielen Webinaren gezeigt. Aber letztendlich geht es ja darum, dass es die Schüler und die bei uns sind, da auch umsetzen können. Deswegen ist ja bei uns das Thema nicht, wir machen eine Woche und lassen euch alleine, wie alle anderen, abgesehen davon jetzt ohne irgendwen zu verurteilen, ob er was kann oder nicht. Es gibt genug Leute, die Theorie können, aber wie gesagt, professionelle Händler leben nicht vom Coaching, sondern sie leben von Kundengeldern, weil da einfach das Geld drinnen ist. Wir machen eine Woche Intensivschulung, wo wir 5 Tage lang miteinander, 8 Stunden fast, zusammensitzen, die Theorie durchgehen, das heißt, wir holen jeden ab, ob er Anfänger ist, zum allerersten Mal mitmacht. Das ist mir sogar am liebsten, weil dem muss ich nicht den Kopf waschen, sondern der wird einfach neu bearbeitet, der nimmt alles viel besser auf, als jemand, der schon lange dabei ist, viele Flausen im Kopf hat. Den muss man immer länger rütteln, bis er dann erkennt, okay, obwohl er es gesehen hat, es funktioniert nicht, und deswegen hat er den Schritt gemacht zu uns. Und dann ist ja das Kernstück, ist ja dann die 3 Monate, wobei das Mindeste ist, 3 Monate, wo wir täglich gemeinsam handeln. Wie sieht das aus? Wir haben mehrere Sessions, in der Früh gemeinsam, gemütlich, da wird eher andere Thematiken besprochen. Dann die Nachmittagssession zur US-Öffnung, wo jeder seine Werte vorstellt, die werden beurteilt, die werden angeschaut und dann auch in die Watchliste gegeben oder auch gemeinsam gehandelt. Also bei uns steht immer mehr im Fokus das Live-Training gemeinsam, aber erst dann, wenn die Theorie funktioniert und das alles sauber abläuft. Das heißt, wir haben auch jetzt zum Beispiel ab nächster Woche, wo wir mittwochs immer mentale Übungen machen, die Thematiken, die Problematiken von den Schülern aufgreifen und genau diese Sachen besprechen. Rainer einfach das Mikro lauter drehen, ich spreche eh schon ins Mikro rein. Das heißt, wir gehen dann ins Live-Training, donnerstags normalerweise immer Live-Training, in den nächsten Monaten ist auch dienstags nur noch Live-Training. Wir haben Fachtage, wo wir spezielle Themen auch genauer eingehen, wie zum Beispiel Pyramidisieren und solche Thematiken, aber auch immer mittwochs abends, wenn nicht Psychologie-Teil ist, da besprechen wir das auch. Hier steht schon, was wir alles machen, und
Man hat auch Sprechkunden, wenn man bestimmte Probleme hat beim Trading oder andere Thematiken, was das Trading betrifft, was sei es der Broker oder Co., dann kann man sich auch mit seinem Ausbilder zusammensetzen und mit dem mal das besprechen, vielleicht auch einfach Kleinigkeiten, die beim Chart nicht funktionieren oder wo man ein bisschen gerade an sich zweifelt, das passiert ja jeden Mal. Also wir gehen auf unsere Schüler sehr stark ein, das ist eben wichtig, damit jeder sich verbessern kann, damit man in der Community gemeinsam wächst und es ist auch schön zu sehen, wenn man dann mehrere Leute die Trades machen. Nach diesen 3 Monaten kann man natürlich auch bleiben mit allem drum und dran. Das ist ein zweistelliger Betrag, den man da im Monat zahlt und da gibt es keine anderen Kosten. Was bei uns auch noch ist, wir sagen es auch ganz offen und sehr direkt, zum Beispiel, wer über uns den Agena Trader kauft, wir kriegen eine Provision, das kriegt jeder, der das vermittelt, nur wir behalten sie nicht. Wir haben sie jedes Jahr am Ende des Jahres an die St. Anna Kinder Spital gespendet für die Krebsforschung. Das machen wir jedes Jahr und legen auch selber noch privat alle was drauf. Das ist das. Wir vermitteln euch einen Datenfeed für den Agena Trader, wo wir auch nichts dran verdienen. Ihr kriegt es günstiger bis zu 30%. Das ist halt der Deal zwischen unserem Datenfeed-Provider und uns, dass wir sagen, wir vermitteln euch die Kunden, gibt es ihnen billiger, dafür kriegen wir auch dann günstiger die Konditionen. Auch bei den Brokern verdienen wir bis dato nichts, wir kriegen keine Kickbacks. Wir haben jetzt zum ersten Mal aufgrund, und das ganz offen mit unseren Schülern kommuniziert, bei einem Broker gesagt, da verdienen wir mit, wenn es für die okay ist, dafür müssten die das auch schriftlich beantragen, dass wir da mitverdienen, weil wir vorhaben, im Laufe des nächsten Jahres die Büros zu erweitern, um Schülern gratis Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, das heißt einen Tisch mit einem PC und alles, dass Schüler, die vor Ort sind, zum Beispiel in der Stadt, sich treffen können, gemeinsam vor Ort traden können mit den Ausbildern, die auch in dieser Stadt sind, das heißt zum Beispiel Wien, Berlin sind angepeilt, danach Frankfurt wahrscheinlich. Also das wird im Laufe des nächsten, Ende des nächsten Jahres ausgebaut, dafür ist das auch gedacht. Deswegen sind wir sehr offen und direkt mit unseren Schülern und das kostet die nichts mehr, wenn sie es wollen und das war bis jetzt bei allen so, die können dann da mitmachen, sagen das ihrem Broker und diese Einnahmen werden dann für die Vergrößerung des Büros genutzt. Ich denke, das ist eine schöne Sache, dass man dann auch vor Ort kommt. Man sieht im Hintergrund unseren eigenen Forum, das heißt, das ist ohne Facebook, weil viele da eine Abneigung haben. Hier geordnet, hier kann man miteinander kommunizieren, man sieht schon die Werte, hier ganz oben rechts sieht man, da hat der Markus seine Werte drinnen. Wir haben da auch Fachthemen drinnen, immer wieder, jetzt war das letzte Mal ein PDF, wurde zusammengestellt von jemandem, vom Team, also vom Schüler von Markus, über das Thema FED, wie die aufgebaut ist und so. Das wird alles hier gratis dazugestellt, man sieht hier auch viele, viele Erklärungen drinnen. Videos, alle Videos, die wir machen, werden aufgezeichnet und den Schülern auch gratis zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ich jetzt nicht teilnehmen kann, schaue ich mir das Video an, ich schicke meinen Wert per Mail oder schreibe sie ins Forum rein, wird von mir, vom Team besprochen und ich schaue es mir im Nachhinein an, okay, habe ich es richtig gesehen, ja oder nein. Auch hier zum Thema Broker, Software, alles, haben wir auch eigene Videos, Thematiken, dass die Schüler da einfach sich da selber ein bisschen schlau machen können. Das ist eigentlich das Hauptprojekt. Diejenigen, die das halt nebenbei machen, um sich ein zweites Standbein aufzubauen oder für sich selber das Training machen wollen, haben hier die Möglichkeit, das zu lernen. Diejenigen, die sagen, ich will mal das als Vollzeittrainer machen, ich möchte auch mal Kundengelder verwalten, liegt alles bei jedem. Wir haben hier von Ärzten bis hin zu, ich glaube, Schreiner, alles. Also auch einer unserer Teammember hat einen Familienbetrieb und ist Schreiner. Also jeder kann es lernen, das Trading, aber ich sage es auch euch allen dazu, es ist ein langer Weg, ein harter Weg. Ihr spielt hier jeden Tag gegen die Besten der Welt und das sind nicht wir, sondern die, die vor Christian schon so schön gezeigt hat, am Floor sitzen bei JP Morgan und UBS und Co. Und wir versuchen nicht, die zu schlagen, das können wir auch nicht, wollen wir auch nicht, sondern wir wollen mit denen in die richtige Richtung gehen und so viel wie möglich abstauben. Und das ist das, was ich euch heute und auch die anderen vorgezeigt haben und mehrere Leute hier gezeigt haben und darum geht es. Wir sind auch sehr direkt, wenn wir sehen, dass einer einfach es nicht hinbekommt, sagen wir es dem auch. Wer zum Beispiel sagt, okay, bevor ich mich damit auseinandersetzen will, eine Schulung machen will, kann auch hier direkt auf der Homepage aufs Buch gehen und direkt mit dem Link dann das Buch kaufen.
Hier ist, das sind knapp 200 Seiten und wir gehen sehr direkt auf das Thema ein, kein Rumgequatsche. Da ist zum ersten Mal auch, wo wirklich Setups drinnen sind, wo auch eine Verwaltung, auf die wir sehr viel Wert legen, erklärt wird. Und das ist so viel dazu. Und jetzt wüsste ich nicht, was brauchen wir noch. Genau, jetzt haben wir noch hier, wer wir sind, wer das Team ist. Wie gesagt, außer meiner Wenigkeit sind das alles ehemalige Schüler, die eben den Weg gegangen sind, die euch gezeigt haben, was Training bedeutet, die eben nicht sagen, so, ich gehe und werde Coach und verdiene mein Geld mit irgendwelchen Wochenschulungen oder verkaufe Videos, sondern hier einfach sich integriert haben und Vermögenshaltung und mit dem eigenen Trading das machen. Ja, also das will ich auch dazu sagen, diese Leute kriegen von mir kein Gehalt, damit das nicht misszuverstehen ist. Das, was wir bei einer Schulung einnehmen, kann sich jeder ausrechnen, bei knapp 1.900 netto im Monat, also nicht im Monat, sondern für eine Schulung, die eine Person da macht in Wien, da mit den Kosten neben dran. Für so viele Leute, für 3 Monate, glaube ich, geht man zum McDonald's arbeiten, verdient man mehr die Stunde, weil wir doch einige Stunden zusammen sind. Und ich glaube, was wir gesehen haben heute, was live an Trainings möglich ist, rentiert sich das für uns nicht. Aber wir brauchen auch Einnahmen, weil wir haben ja einen Betrieb, wir haben ja Software, wir haben ja Forum, alles Mögliche. Und natürlich, wer was gratis macht, strengt sich auch nicht an. Aber ihr seht schon mal vom Preis, wir versuchen so niedrig wie möglich zu halten, damit jeder das sich leisten kann. Ich sage, wie gesagt, noch dazu, diese Art von Schulungen wird es nicht mehr lange geben. Wir werden Ende nächsten Jahres spätestens das einstellen und dann nur noch mit Bewerbung und Prüfung, weil wir dann nur noch darauf schauen, dass die Nächsten, die kommen, so schnell wie möglich gut ausgebildet sind, damit sie mit uns nur noch das Live-Training machen, weil dann die Theorieteile immer weniger werden und wir hier auch noch viel mehr Möglichkeiten haben zu zeigen, wie man in die Märkte reinkommt. Das ist ja eben nicht nur einfach nur Market rein, sondern wie heute schon erklärt im DAX, wieso mache ich so einen Trade, warum mache ich das, wie funktioniert das. Das ist jetzt mal nur, was die Ausbildung betrifft. Dann kann der Stefan gleich zeigen, was wir noch machen, dass es auch eine Partnerschaft mit JFD gibt. Wie gesagt, zu den Schulungen, einfach, wenn er sich da online anmeldet, dazu schreiben, ich bin JFD-Kunde und seine Depotnummer dazu sagen, dass wir schauen, ob das auch wirklich Kunde bei JFD ist, kriegt dann von uns automatisch 10% auf den Preis nachgelassen. So, Stefan. Vielen Dank, Ali, wie gesagt, auch für die Worte. Wie gesagt, da muss man auch sagen, ist natürlich auch eine exklusive Vermittlung und das gehört natürlich hier auch dazu, dass man so ein Stück weit das mal transportiert, liebe Leute. Ja. Der ein oder andere erwartet hier Dauerfeuer im Intraday-Trading, ja, nach dem, was man vielleicht bei binären Optionen sieht. Wir ziehen mal an dem Hebel und gehen jetzt einfach mal long-short. Das ist nicht das reale Trading. Das ist genau das, was nach 3 bis 6 Monaten eine Kontovernichtung mit sich bringt. Ich hoffe, es wurde auch hier jetzt klar, dass das eben auch eine Ausbildung ist, die einen langfristig settelt, um am Markt erfolgreich zu sein. Es gibt, wie gesagt, Pro und Contra in Sachen Feedback immer und ich bin immer sehr, sehr gespannt oder auch immer sehr interessiert an dem, was kommt und das eine oder andere Feedback ging eben auch in die Richtung, hoffentlich wurde hier dauerhaft oder wird dauerhaft Dow Jones gehandelt. Das ist der völlig verkehrte Ansatz. Also da muss ich wirklich sagen, Leute, Kopf waschen, so hart sich das anhört, aber wir sind hier nicht irgendwo im Spielcasino. Das ist ein hartes Geschäft und das, was Ali hier erklärt hat, das ist auch eine Ausbildung, die sich durchzieht. Das kann man auch bei, meinetwegen, irgendwelchen anderen Coaches suchen, wenn die Sympathie nicht stimmt. Ja, aber das Paket, was hier rundum angeboten wird, ist einfach eine tolle Sache und deswegen kann man das auch durchaus transportieren. Und wir haben das ja extra hier bis zum Schluss auch dargestellt, weil wir ja keine Werbeveranstaltung machen wollen. Wir haben Skills geliefert, wir haben auch die Vorgehensweise verschiedener Händler dargestellt. Ich fand es sehr, sehr gut und informativ. Aber wer natürlich hier denkt, dass wir im 1-Minuten-Chart dauernd Trades abfeuern, der ist hier auf dem verkehrten Damm. Ja, das mag sein, dass das irgendwo dargeboten wird, aber da wage ich zu unterschreiben, dass zu 99,99% das Ganze in 3 bis 6 Monaten nur in einer totalen Kontovernichtung endet. Und das ist nicht unser Ziel, auch nicht das Ziel von AT&T. Wir sind da Transparenz, wir machen anders und wem es nicht gefällt, der muss eben auch woanders hingehen. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt, wie gesagt, sehr schön. Stefan, wollte ich noch mal kurz sagen, Ali, wollte mal eine Lanze dahingehend brechen. Stefan, hier, es gibt, wie gesagt, Kooperationen, die wir auch natürlich eingegangen sind und wenn Stefan noch was zu sagen mag, dann los. Und dann haben wir heute auch, wie gesagt, eine richtig anständige Session in-house verbracht. Der ein oder andere vielleicht auf der Veranda oder auf dem Floor, wo auch immer. Das schöne Wetter habt ihr trotzdem, denke ich mal, durchs Fenster wenigstens genossen. Aber ich denke, die Inputs, die es hier gab, waren sicherlich die Zeit wert. Also Stefan, ich will dir das Wort geben. Genau, also
Was vielleicht noch wichtig wäre, also wir haben natürlich neben unserer Vermögensverwaltung, neben HTT Trading Ausbildung auch unseren Signaldienst und unser Copy Trading. Das ist eine eigenständige, ein eigenständiges Unternehmen, nennt sich HTT Signals. Und das, deswegen findet man das auch auf dieser Website, att-signals.com. Auf der einen Seite haben wir den Signaldienst, dafür haben unsere Programmierer eine eigene Software entwickelt. Da kann man das Ganze 14 Tage kostenlos testen. Und auf der anderen Seite haben wir das Copy Trading, wo Sie quasi bei JFD Brokers ein Konto eröffnen und dieses an unser Masterkonto anschließen lassen und quasi alle Trades, die wir machen, kopieren. Beide Sachen sind performance-technisch bitte auf ein Jahr zu betrachten. Ja, also wie schon gesagt, das Copy Trading läuft jetzt ungefähr einen Monat. Wir sind minimalst im Minus, was aber überhaupt gar kein Problem ist. Es geht ja hier nicht darum, ganz schnell reich zu werden, sondern wir wollen klein anfangen und dann aus dem Gewinn heraus groß pyramidisieren. Darum geht es. Deswegen halten wir natürlich auch die Verluste, sollten welche entstehen, möglichst klein. Das heißt, bei uns werden Sie niemals sowas erleben wie 20% Drawdown und so weiter. Wer sich da informieren möchte, kann auf unsere Website gehen, att-signals.com. Vielleicht hier nochmal die Eckbedingungen, die Randdaten beim Copy Trading. Was ist das Copy Trading, Ihr Händlerteam? Wir haben uns ja alle vorgestellt. Die Erwartungen und Performance, also bitte hier, die Erwartungen liegen im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr. Und dann geht es aber auch darum, dass dann ein ganzes Handelsjahr auch miterlebt wird, damit das Ergebnis auch aussagekräftig ist. Wir halten, wie gesagt, ein sehr strenges Risiko- und Money-Management ein. Und unser Handelsansatz ist Trendfolge, das hatten wir auch schon sehr ausführlich heute behandelt. Wer daran teilnehmen möchte, muss 5.000 Euro mindestens einzahlen, wobei ab 10.000 Euro Konten keine 39 Euro pro Monat mehr anfallen als Gebühr. Vielleicht jetzt ganz kurz hier an der Situation, an der aktuellen Situation, dadurch, dass wir jetzt minimal im Minus sind, haben wir unseren Kunden natürlich die 39 Euro erlassen, ja, weil das, da können wir nicht dahinter stellen, wir fangen an und machen minimales Minus, deshalb haben wir unseren Kunden diese 39 Euro erlassen und sind aber zuversichtlich, dass das Ganze jetzt bald in den Gewinn geht. Wie gesagt, also wer daran teilnehmen möchte, 5.000 Euro Mindesteinlage, ab 10.000 Euro entfallen die 39 Euro und wer das Ganze nochmal etwas detaillierter betrachten möchte, kann das dann hier über unsere Seite att-signals.com. Genau. Und das Ganze ist natürlich dementsprechend transparent. Dafür steht ATT. Wir sind komplett transparent. Also das heißt, der Signaldienst hat eine getrackte Performance. Die Software berechnet die Ein- und Ausstiege und errechnet sich daraus die Performance. Das Copy Trading ist klar. Wir werden nach ungefähr einem Quartal dann anfangen, auch diese Performance auf unserer Website darzustellen. Wahrscheinlich über MyFXBook oder wie auch immer. Und da ist hundertprozentige Transparenz gefragt. Es ist ja auch so, wenn wir das, sage ich mal, also ich meine, wir haben ja mittlerweile sehr viele Kunden und sollte das nach hinten losgehen, dann würden diese sich natürlich auch melden und dementsprechend, ja, 100% transparent. Wir stehen auf jeden Fall für professionellen Handel und verheimlichen da nichts, keine, nicht unsere Schüler, nicht unsere Performance und so weiter. Klares Statement, Stefan. Ja. Klares Statement. Muss ich wirklich sagen, und das ist natürlich auch nach außen gekehrt, ja, wirklich ein Brett. Wie gesagt, man lässt die Hosen runter, mit Verlaub mit dieser Aussage an alle Damen und Herren, aber das ist natürlich wirklich ein klarer Beweis und das spricht auch für die Transparenz. Und je nachdem, wie das denn hier dann nach einem Jahr aussieht, wer langfristig sich mit den Kapitalmärkten beschäftigt, der weiß, dass es selbst ein Verlustjahr geben kann und danach, wie gesagt, auch wieder ein Gewinnjahr. Dass es hier nicht darum geht, in einem Monat, in 10 Monaten oder 12 Monaten. Es geht hier im Prinzip um eine Art passive Möglichkeit, am Trading teilzunehmen, gerade für Berufstätige interessant. Und natürlich sollte man hier auch nicht seinen letzten Spargroschen investieren, sondern eben, wenn man an den Kapitalmärkten dabei sein will, eben auch einen Versuch starten, da ein Stück weit dran teilzunehmen, gerade wenn einem die Zeit fehlt, ja,
Man kann aber auch Daily Trading, wie bei ATT durchgeführt, einmal am Abend die Charts anschauen oder in der Woche Charts besprechen. Kann man alles machen, ja. Aber es geht im Prinzip auch hier darum, dass das auch transparent eben dargestellt wird. Und egal, was rauskommt, ich finde es auf jeden Fall eine starke Nummer, dass das eben auch so gemacht wird. Und da wollen wir, wie gesagt, auch neue Wege gehen, weil die Branche in der Beziehung eben auch doch zugegebenermaßen sehr intransparent ist. Und das, was wir als Broker eben schon seit Anfang an anders machen, wollen wir im Prinzip jetzt noch auf ein nächstes Level heben. Und das ist genau das oder die Richtung, die wir hier einschlagen, nämlich auch mit einem Team. Und da haben wir auch unser Pro-Team, das wird der ein oder andere noch von der World of Trading kennen. Das wird auch ausgebaut. Und da geht es auch um echte Performance, echte Trader und auch echte Track-Records, die da dargeboten werden und nicht irgendwelche getürkten Statistiken oder na, jetzt läuft es so schlecht, jetzt blende ich einfach mal 3 Monate aus von meinem Track-Record. Also ein Firlefanz gibt es nicht. Und wer die Märkte versteht, kennengelernt hat und insbesondere durch Seminare auch nachvollziehen kann, der wird auch wissen, dass es eben durchaus mal Phasen der schlechteren Entwicklung gibt. Man wird aber hier nicht gleich aus dem Markt gefegt, weil wir eben auch hier sagen, man muss die langfristige Perspektive sehen. Ja? Und so wie der DAX auch Verlustjahre hat, so gibt es auch Trader, die mal Verlustjahre haben. Grundsätzlich ist es hier, dass man einfach da seinen Biss nicht verliert und ich glaube, wenn man viel Erfahrung hat, dann hat man da auch eine gewisse Coolness. Und insofern ziehe ich mal den Hut, dass ihr da auch genauso transparent vorgeht, wie wir das als Broker tun. Danke an dieser Stelle übrigens auch für das positive Feedback in Sachen Brokerwahl erledigt. Also vorhin hatte ich den Link ja reingestellt. Wenn ihr uns da eine Stimme gibt, ist es sicherlich nicht von Schaden, wenn er das macht, die Zeit investiert. Vielleicht springt auch eine Urlaubsreise raus, die wir nicht finanzieren, aber die von der Brokerwahl kommt. Und Terence, kurz, ja genau, es wird, habe ich schon gesehen, beantwortet, die Aufzeichnung vom Webinar gibt es natürlich. Stefan, du warst soweit durch. Ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich fand es gerade ganz passend. Ja, natürlich bin durch. Ich freue mich, dass wir hier heute so zahlreich beieinander waren. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch nochmal bei dir, Christian, für die schöne Moderation. Und ich hoffe, wir werden das jetzt in Zukunft öfter mal machen, wie du es schon angesprochen hast. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache, auch für Außenstehende. Absolut. Und ja, ich bedanke mich im Namen des ganzen Teams. Und wir haben ja gesagt, weil wir jetzt schon eigentlich am Schluss sind, weil einige noch gefragt haben, wo wir noch was sehen können. Will wer, weil zum Beispiel Janis ist gar nicht fertig geworden, hat die Trades noch nicht richtig zeigen können. Will wer, dass wir noch ein paar Trades von Janis anschauen überhaupt, weil dann würde ich kurz noch hier den Schluss machen, dann wird Janis als Schlusswort vorerst mal seine Trades präsentieren und zeigen. Schreibt es mal bitte nur in den Chat rein, ja oder nein, wer schon müde ist, weil dann würden wir danach die große Pause machen und dann um 19 Uhr wieder gerne online sein und mit wer Lust hat, sich das anzuschauen. Ja, also ja, Jani, alle wollen sehen, was du da veranstaltest. Ganz kurz nur noch ein paar Worte von mir als Vorschluss vom Janis. Also ich lasse aber noch Chris die Zeit, weil der Chris ist schon jetzt den ganzen Tag bei uns. Das ist gar nicht gewohnt, so lange mit unserem Film zu sitzen. Wir hatten aber schon Telcos, die gingen auch deutlich über 60 und 90 Minuten, aber es stimmt, so lange war es selten. Ja. Weil wie gesagt, also was wichtig ist, damit dann nicht ein Missverständnis ist, Leute, wir reden gerade, ja, wir haben ein Minus beim Copy-Trading. Wir haben das 10.000-Euro-Konto von uns als Echtgeldkonto beim Signal, beim Copy-Trading und wir haben gerade mal 100 Euro Minus. Ja, das ist für mich schon Drawdown. Das ist schon für mich eine Verlustphase. Aber wir bauen da auf und schauen, dass wir da reinkommen. Wie gesagt, früh, also nicht das Missverständnis ist, wir reden hier nicht von 10% Minus, wir reden hier gerade mal von 100 Euro bei 10.000-Euro-Konto. Und das im Verhältnis zu jeder Kontogröße ist nicht einmal 1%. Also da das auch dazu sehen, ja. Wie lange muss man Geld drin lassen? Also wir sagen halt, je länger man dabei ist, weil was ist, wenn ich jetzt, wir haben ja den einen Kunden, der gesagt hat, ich höre auf, haben gesagt, kein Problem. Vorerst kommt er nicht so schnell rein, weil die Warteliste ja da ist und wir müssen die Leute nacheinander abarbeiten. Und man sieht es auch hier zum Beispiel, solche Trades machen wir und versuchen die dann aufzubauen, wer weiß, wie die enden. Wir haben schon vorher gesagt, es gibt keine Kündigungsfrist. Man kann mit einer E-Mail das Ganze beenden. Dann wird das am nächsten Tag von unserem Depot genommen und dann kann derjenige selber machen, was er will. Wer schon ein Konto hat bei GFT, kann das genauso machen, muss das einfach nur, glaube ich, wenn ich mich irre, mit einer E-Mail an GFT Support und uns sagen. Mhm. Und dann wird er einfach an uns angeschlossen, braucht dann nur, glaube ich, noch was zusätzlich zu unterschreiben von uns. Und damit war es das. Also relativ einfach gehalten. Wie gesagt, sinnvoll ist es, das mindestens ein Quartal bis ein halbes Jahr laufen zu lassen, weil man genau diese Schwächen im Markt überstehen muss,
und dann, wenn es läuft, dabei zu sein, weil wenn man dann geht und dann sieht man, jetzt läuft es, dann ärgert man sich selbst. Das heißt, es gibt hier kein großes Risiko, dass wir da zu große Size gehen, wir handeln sehr klein, das war die Frage von Dietmar heute. Und jeder, der das macht, bitte nicht missverstehen, das Konto gehört euch, ihr habt vollen Zugriff drauf, ihr seht alle Trades, also da ist nichts anderes als nur, dass jemand für euch Trades umsetzt. Mhm. Ihr könnt es auch auf dem Konto handeln, wir dürfen es euch nicht verbieten, wir raten nur sehr davon ab, weil wenn wir anfangen zu pyramidisieren und ihr habt selber schon Werte drinnen, dann wird euer Management anders berechnen, mhm. Wir sehen das aber nicht. Und dann kann schon zu anderen Positionsgrößen werden. Ja? Also auf das bitte Acht geben. Aber an und für sich ist es komplett euer eigenes Konto, komplett in eurer Hand. Das Geld liegt bei eurem Konto. Wir haben nur die Möglichkeit, dass wir die Trades automatisch eins zu eins nachmachen, auf eure Kontogröße angepasst. Mhm. Mhm. Ich sage auch beim Signaldienst, das auch bitte ein Jahr laufen zu lassen. Auch da für GFD haben wir vergessen, wer das auch bucht für ein Jahr, kriegt da auch 10% Rabatt auf den 12-Monats-Abo. Muss auch nur reinschreiben, ich bin GFD-Kunde, hätte gerne den Signaldienst, auch das ein Jahr laufen zu lassen. Das kann man nebenbei machen, machen viele Schüler von uns, die nicht die Zeit haben, und dann geht es. Exakt, exakt. Ja. Alright. Also wie gesagt, danke Ali nochmal für die Worte. Der Austral-Dollar Schweizer Frank läuft auch an. Insofern gar keine schlechte Education heute, sowohl live, wie gesagt, als auch in der Darstellung. Es war umfangreich, war zeitintensiv. Vieles an positivem Feedback gab es rein. Es gab auch viele, viele Fragen. Dann, wie gesagt, der Jannis ist ja, wie gesagt, noch gefragt, hier seine Trades vorzustellen. Dann würde ich an dieser Stelle so langsam den Orbit verlassen, sozusagen. Ihr könnt natürlich aber selbstverständlich weitermachen. Genau, das müsste eigentlich alles so funktionieren. Ich hoffe, wenn ich mich jetzt hier auslogge, dann dass nicht das ganze Webinar crasht sozusagen. Aber ich glaube, das müsste eigentlich funktionieren. Aber ja, wäre eigentlich schön, wenn du noch 10 Minuten bleibst, Christian, weil das ist vielleicht spannend auch für dich. Muss ich mich wieder richtig hinsetzen? Ja, bitte mal in den 90-Grad-Winkel wieder übergehen. Nee, okay, also wenn du sagst, gern, dann nehme ich mir die Zeit gern noch, wie gesagt, also das greife ich dann als Moment auf, dann lass mich nochmal teilhaben. Aber du hast mir ja vorhin schon gezeigt, das fand ich schon sehr, sehr gut, aber ich bin mal gespannt, was du noch aus dem Hütchen zauberst. Dann nehme ich mir die Zeit gerne noch und lass die Aufzeichnung auch noch laufen, gerade weil die Teilnehmer, gerade die das heute verpassen, du hast vollkommen recht, eigentlich gerade jetzt am Abend oder morgen oder vor dem Wochenende, sich das dann gerne nochmal reinziehen, dass die auch so ein Stück weit abgeholt werden, was kam denn jetzt da noch rum. Ja, hast du recht, guter Input, komm, machen wir weiter, ziehen das bis zum Finale durch und wenn es jetzt bis 7 geht, bis zu eurer Live-Session, dann sei es drum. Feel free. Ja, ganz kurz ein Abschlusswort von mir, weil ich werde auch jetzt aufhören nach Janis. Wir drehen hier nicht ab, also wir werden das Webinar offen lassen, es wird nur Fenster alles Ton weg sein, so wie am Anfang und dann um 19 Uhr drehen wir es wieder auf. Das heißt, keiner kann, wir können es das gerne ausloggen und dann wieder denselben Link benutzen. Mhm. Also wir werden dieses einfach offen lassen, unsere Abendsession einfach mit unseren Schülern hier im Webinar machen. Wenn Janis fertig ist, ist es auch von unserer Seite vorerst mal Schluss. Bis 19 Uhr, 2 Stunden Pause. Und dann, wie gesagt, wir versprechen nicht, dass wir dann auf viele Fragen eingehen können, weil zuerst natürlich der Fokus auf unsere Abendschüler gedacht ist. Wer dann Interesse hat, schaut einfach mal zu, sieht, wie so ein Webinar bei uns abends abläuft. Gut, das wär's von mir. Viel Spaß noch. Vielen Dank, Ali. Super. Jawohl, also nochmal zu mir. Ich möchte was zeigen, damit ich eben ein paar Leute auch motiviere, weil für mich war das auch größte Motivation früher, wenn ich super Trades gesehen habe und vor allem die Trades von Ali ganz am Anfang, das hat mich unglaublich motiviert und deswegen denke ich, das möchte ich nochmal mitgeben den Zuschauern. Der eine oder andere Anfänger wird mit Sicherheit dabei sein. Also nochmal zurück, Schweizer Franken Yen abgesichert. Jetzt warte ich hier, was passiert, dann mache ich da weiter. Forex, Australisch Dollar, Schweizer Franken haben wir gesehen, habe ich vorhin gerade hier einen Teilverkauf gemacht, den habe ich hier auch, aber den Fokus legen wir jetzt mal auf die Aktien. Also, von heute eine Aktie, Linde, eine deutsche Aktie, ein Short, ganz kurze Erklärung, ich gehe das nur ganz schnell durch, damit die Leute einfach nur mal sehen, was man alles machen kann, so auch innerhalb eines Tages. Short, Trend,
lange Seitwärtsphase in der Art Seitwärtskorrektur. Ich suche mir einen Short-Einstieg, lege meinen Stop über meinem Haupttrend, sichere mich hier ab mit der Hälfte meiner Position. Jetzt beobachte ich das hier, das ist sozusagen ab jetzt ein Null-Trade. Ja, natürlich möchte ich ganz weite Ziele haben hier unten und deswegen auch so eine Absicherung, auch Intraday. Hier habe ich zwei deutsche Aktien, die ich beobachte. Die eine hier in die Long-Richtung, ja, Deutsche Wohnen AG, kennt vielleicht auch jeder. Wir haben einen sehr schönen Long-Trend, also zwei Aktien in Beobachtung. Arealbank, auch ganz interessant in Short-Richtung. Man sieht hier untergeordnet auch die schönen Trends, wo man eingehen kann. Heute würde ich allerdings keinen Trade mehr machen, weil eben die Börse gleich schließt auch. Gegebenenfalls dann morgen oder nächste Woche, muss ich mir anschauen. So, und jetzt gehen wir mal rüber zu den interessanten Sachen. Also, zuerst mal eine Aktie in einem Energiewert. Warum ich heute Vormittag gesagt habe, für Berufstätige. Also, man sieht hier, dieser Trade wurde auf Tagesbasis gemacht. Ja, also man braucht hier wirklich alle zwei Tage vielleicht reinschauen, weil man hier ganz gemütlich den Tagestrend tradet, ja. Und das sind, liebe Leute, also jetzt nicht hier vom Preis erschrecken, ja, das ist ein niedriger Preis, das sind auch fast 30% oder 26%, die man hier holen kann, ganz gemütlich auf Tagesbasis. Also sowas motiviert, finde ich, dass man jetzt nicht, wie man gesehen hat, im kleinen Bereich Schweizer Franken Yen, dass man ständig agieren muss, sondern man kann hier auch genauso gemütlich traden, ja, auf Tagesbasis. Ganz, ganz wichtig an der Stelle, finde ich, zu sagen. So, dann haben wir hier ganz andere Geschichten auch. KIM, auch von anderen Schülern getradet, von mir auch, über 13% geholt, sieht man hier sehr schön, Teilverkäufe, wird sehr, sehr lange gehalten, der Wert, immer wieder versucht aufzubauen. Hier habe ich es natürlich in dem Fall nicht gemacht, einfach nur den Wert laufen lassen, aber in anderen Sachen habe ich es gemacht und darauf gehen wir jetzt ein. Und zwar habe ich heute pyramidisiert, ja, in Delta Airlines. Man sieht hier den Trade, hat man heute gesehen, auch von anderen Kollegen von mir. Ja, jeder hat so seinen Stil, aber wir sehen alle das Gleiche. Und das ist eben das Wichtige hier zu sagen, wir haben alle die gleichen Voraussetzungen, das gleiche Fundament. Ja, also keiner wird hier mir gegensprechen, nur der Stil der Umsetzung wird vielleicht verschieden sein, aber trotzdem jeder in die gleiche Richtung. Ja, und fast identische Teilverkäufe an markanten Punkten sieht man hier auf Tagesbasis an den Tiefs. Heute habe ich hier einen Zukauf oder Zuverkauf gemacht. Mit habe ich einen Teil meiner Position hier runtergezogen, so dass diese Pyramidisierung mehr kein Geld kostet. Auch wenn dieser Stop geholt wird, bin ich immer noch im Plus. Diese Zupositionierung kostet kein Geld. Das ist eben ganz wichtig. Money Management und Positionsaufbau haben wir heute sehr oft gehört. Das gleiche Spielchen habe ich hier bei der CPN gemacht, glaube ich, genau. Genau hier oben an dem Punkt habe ich auch eine Zusatzposition reingestellt in den Markt. Man sieht das auch, dass an diesen Linien eben verschoben wird. Genauso mit Plus von oben hier runtergezogen, somit kann nichts mehr passieren. Ja, das sind auch einige Prozente, die man hier rausholen kann. Kann man ja auch mal kurz messen. Ja, wie Sie sehen, 13-14%. Also sowas, solche Trades waren für mich vorher unvorstellbar, muss ich sagen. Ja, unvorstellbar. Und mittlerweile ist das in der Regel so einfach geworden in der Umsetzung, vor allem in der Verwaltung, wenn man eben schön mit Teilverkäufen arbeitet und so weiter. Natürlich Starbucks haben wir von vielen Teilnehmern heute gesehen, genauso umgesetzt. OHI haben wir genauso gesehen. MNK, genauso ein Beispiel hier, auch von mir getradet. Nächster Zupositionierung wird hier unten passieren, wenn dieser Trend eben hier weiterläuft. Ja, somit bin ich auch hier aus dem Risiko, wird dann meinen Stop nachziehen
um eben hier schön weitere Prozente zu holen, weil man eben weitere Ziele hier vor Augen hat, hier unten vor allem, ja, da holen wir die 20% eventuell. So, so viel dazu. Einen Screenshot möchte ich noch zeigen, Christian, dann bin ich auch fertig, weil es sind einige Trades, die ich habe im Petto, aber einen Screenshot. Gut, das ist kein Problem. Ich finde es, wie gesagt, ja auch interessant. Also es ist ja auch wirklich ein Mehrwert. Es geht ja auch darum, ich will dich nicht groß unterbrechen, aber die Leute sollen ja auch sehen, wie geht denn ihr vor, was macht ihr hier konkret, und sowohl Intraday als auch auf Tagesbasis, ich denke, da kann man nur lernen. Also fort, kein Problem. Ja. Also, was pyramidisieren bedeutet, ja, und warum kleine Positionen, warum wir mit kleinen Positionen anfangen und dann plötzlich größer werden, beziehungsweise im Gewinn unsere Positionen aufbauen und letzten Endes richtig unser Konto ins Plus bringen, wenn der Markt mal läuft. Darauf möchte ich mal hinaus. Wenn man im Moment die Charts anschaut, sind es natürlich nur Seitwärtsmärkte, beziehungsweise ich sage jetzt mal sinnlos nach oben laufende, einfach in einer Bewegung Märkte, die wir so nicht traden können. Aber wenn wir mal schöne Trends haben, dann sind hier wirklich im Tausenderbereich Punkte zu holen, wie hier im DAX zum Beispiel. Ja? Man sieht hier die erste Position eingegangen, abgesichert, ja, sehr schnell abgesichert. Man wartet hier, man geht dann die zweite Position ein, immer im Plusbereich, die zweite Position abgesichert hier unten. Hier noch ein weiterer Teilverkauf, dritte Position eingegangen, abgesichert, abgesichert und. Und somit sind wir über 1000 Punkte, wenn man das hier alles zusammenrechnet. Also das ist eben professionelles Trading, was man eben mit der Zeit hier, mit der Übung, mit der Erfahrung eben umsetzen kann. Ja, und somit ist man dann wirklich, wie soll ich sagen, so sehr stark positioniert im Markt, ohne am Anfang wirklich sein Kapital komplett zu riskieren oder hier Harakiri-Trades bzw. Casino-Feeling einbringen zu lassen, ist man hier im Markt wirklich mit dem Money-Management bedacht, und man kann auch im CFD-Bereich, auch mit kleinen Konten, richtig aktiv sein im Markt. Also das war mein Schlusswort. Und somit sage ich auch vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Mhm. Und ja, kurz das Wort an dir und von mir aus schönen Abend. Super. Also wie gesagt, das war nochmal wirklich ein runder Abschluss, will ich meinen. Also ganz, ganz toll. Danke, wie gesagt, auch an das ganze Händlerteam. Das Feedback im Chat ist auch sehr, sehr positiv. Wie gesagt, gar kein Problem. Also das ist gern was, was wir wiederholen. Auch wir haben per Mail jetzt schon positives Feedback auch erhalten. Freut uns sehr. Kritik ist auch willkommen. Was können wir besser machen? Gebt uns Bescheid. Was können wir verändern? Letztlich möchten wir euch hier eine Möglichkeit bieten, natürlich eine Art Traders Talk zu genießen, zu schauen, wie machen das Händler, die angehen, die Profis sind. Wie gesagt, die Kontogröße ist hierbei relativ und auch die Size, die da bewegt wird. Grundsätzlich geht es ja darum, hier eine gewisse Duplizierbarkeit seiner Trading Skills und der Vorgehensweise zu manifestieren. Deswegen wurde hier in meiner oder aus meiner persönlichen Meinung heraus hervorragend transportiert, und darum ging es. Der Mehrwert ist meines Erachtens definitiv transportiert worden. Insofern vielen Dank an das ganze Team. Wie gesagt, Ali hat sich schon verabschiedet. Felix, Mirko, Daniel, Janis, Stefan, ganz, ganz vielen lieben Dank. So eine große Crew waren wir beim Live-Trading noch nie, und es schreit ja förmlich nach einer Fortsetzung. Und ich glaube, den Weg, den wir gehen, der ist gut, der ist einzigartig, der ist transparent, es wird wärmer. Wir tragen alle lockere Kleidung, und genauso wollen wir in den Sommer gehen. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und eins noch, ihr dürft euch auch ohnehin auf noch viele spannende, ich möchte fast sagen, Überraschungen im laufenden Handelsjahr freuen. Wir bei JFD haben die Pipeline dahingehend durchaus gefüllt. Neben den neuen Plattformen, die kommen, haben wir auch noch das ein oder andere Schmankel in der Pipeline, was wir Ihnen im weiteren Jahresverlauf vorstellen. Wenn ihr keine Kunden bei uns seid, dann abonniert wenigstens den Newsletter oder nehmt euch ein Demokonto, übt fleißig. Letztlich bleibt uns treu, das ist uns das Wichtige. Ich hoffe, wir konnten was transportieren. Will keine langen Worte mehr verlieren. Wir haben es jetzt 1700, haben heute auf jeden Fall die 5 Stunden plus voll gemacht. Definitiv eine schöne Leistung. Danke an alle, danke an das Team und danke an euch Zuschauer. Ohne euch wäre es natürlich gar nicht mal so spannend. Auch vielen Dank für die vielen Fragen. Bis dahin, wünsche ich eine gute Zeit. Wir gehen jetzt gleich offline. Einen schönen Restabend, eine schöne Restsonne euch allen, und bis dahin, auf bald, euer Chris Kämmerer, JFD Brokers. Wir wünschen euch was. Auf bald und tschüss.